Hallo. Hi. Schöne Frisur. Warte, was ist... Oh nein. Spürst du den ganz leichten Input-Lag? Zum einen ja und zum anderen, wenn ich nach oben drücke, laufe ich nach links. Was hast du mit deinem Isaac gemacht? Wenn ich A drücke, laufe ich nach oben. Hä? Ich spiele mit Tastatur. Ist okay. Geht das mit Tastatur jetzt noch zu spielen? Was? Ich kann mich nicht... Nein. Was ist denn los? Hallo Leute, willkommen zu einem Run. Ich glaube, ich kann so nicht spielen. Moggy kommentiert heute nur mit. Und ich spiele. Hier hast du ein... ich glaube, wenn du dich damit umbringst... Nee, das ist das Fail Polaroid, das Falsche. Es gibt nämlich ein anderes, das... Hey, du bist so lost geworden. Ich bin der Lost geworden, ich hab dich freigeschaltet, ja. Es ist halt wirklich so, mit einem davon, wenn man einen Stacheln läuft, dann schaltet man die frei. Aber ich glaube, ich müsste das Spiel nochmal neu starten. Ich kann auch nicht in Fenstermodus gehen. Was ist gerade los? Meine Tastatur hat auch nicht funktioniert. Wer ist dieser mysteriöse Spieler, der bei mir mit Maggie was freigeschaltet hat und meine Steuerung umgestellt hat? Stimmt, du hast hier einen Unlock mit Maggie. Aber Hard Mode. Ich glaube, die Steuerung stimmt wieder. Nee. Weil, was ist... Ich bin so verwirrt. Ich drücke B und er geht dem Menü nach unten. Jetzt habe ich irgendwas am extra hart verstellt. Ich weiß nicht, was ich davor hatte. Oh mein Gott. Sowas immer, aber ich finde es sehr schön, einfach mal nur dabei zu sein. Wenn ich Start drücke... Ich mach dir mal eine Bildschirmübertragung. Okay. Dann kann ich einen zweiten Charakter auswählen. Einer ist nach links gelaufen. Oh mein Gott, die laufen in unterschiedliche Richtungen. Ich hab zwei Controller gleichzeitig. Funktioniert einer der beiden wenigstens richtig von der Steuerung? Oh mein Gott, Maggie funktioniert richtig. Warum funktioniert Player... Oh mein Gott, ich bin so verwirrt. Hallo, es funktioniert. Hallo. Wir sind in Isaac, gemeinsam. Yeah. Zombie und Moggy. Moggy und Zombie. Yeah. Hi. Ich will mich nicht zu sehr selbst loben, aber... Ich kann von mir mit Fug und Recht behaupten, dass ich der größte deutschsprachige Isaac-YouTuber bin, der mit dem Buchstaben M beginnt. Ja. Kurz musste ich nochmal nachdenken, alle so im Kopf durchgehen. Alle drei, die jemals Isaac im deutschen Raum gemacht haben. du kannst übrigens, kurz bevor wir hier loslaufen, wenn du Start drückst oder Escape bei dir, es gibt so mehr Spieleroptionen, dass du einstellst, wie sichtbar ich bin, ganz unten. Wie laut meine Geräusche sind und wie sichtbar ich bin. Kannst du mich so ein bisschen durchsichtiger stellen? Das ist angenehmer, auf jeden Fall zu unterscheiden. Ich will jetzt nicht schon wieder okay, wenn das nicht funktioniert, spielen wir einfach. Ich kann Options, Resume Game und Exit Game auswählen. Genau, Options. Oh und, Gott, und da ganz, sind... Ganz unten. Oh, okay. Player Sound, Player Opacity. Also ich kann meinen HUD wieder... Mini hatte ich es eingestellt, okay. Nee, ich denke, ich lasse das einfach so. Okay. Kann ich einstellen, dass die Karte immer groß ist? Kann man das machen? Du kannst, wenn du Tab einmal drückst... Oder einmal kurz den Kartenbutton. Das war der falsche. Was Select ist oder was auch immer. Ich hatte den PS5-Controller. Dann ist sie dauerhaft groß. Dann hast du auch den Timer in der Mitte oben, aber hey, gehört dazu. Achso, die bleibt dann so. Stimmt, ich muss nur nochmal drücken, dann geht's weg. Aber die ist voll durchsichtig, wenn ich das mache. Ja, es gibt eine Mod, die es besser macht, aber... Wir dürfen keine Mods haben. Ja, das ist ein Spiel mit Workshop. Hast du das schon mal gehört? Eine Mod macht's besser. Unglaublich. Ich vermisse jetzt schon die Mod, die mir sagt, welches Item macht. Ja, es könnte interessant werden. Die Online-Beta von oder Alpha jetzt mittlerweile, die jetzt im Januar dieses Jahr gerade da ist. Sie kam Downgrade. War erst eine Beta, jetzt ist eine Alpha. Ich kann direkt sagen, wenn man mit Xbox One Controller spielt, konnte keine Probleme feststellen. Es funktioniert alles. Hat einfach funktioniert. So, gehen wir mal in den ersten Raum. Das wird einfach. Wir sind im Hard Mode aber unterwegs. Ja, Bringt das irgendwie mehr Herzen droppen oder was auch immer. Brauche ich. Ich habe nur eins, aber brauche ich. Du hast das Trinket... Oh Gott, mach mal die Tür zu. Du hast das Trinket nicht. Ich würde dir empfehlen, in den Stacheln zu laufen. Wenn du es mir empfiehlst. Nein, das war ein Witz. Warum machst du das? Oh, danke für die Münze. So, bist du jetzt The Lost dann? Kommst du nächste Ebene wieder? Wie läuft das? Ich bin einfach nur ein kleiner Geist. Das hat, glaube ich, nichts mit den Stacheln zu tun. Und ich komme nach dem Boss wieder.
Oh, okay. Das war nicht mehr, ein Witz, aber... Ich weiß, aber wenn du es mir schon rätst. Du bist hier der Isaac-Experte. Ich meine, es ist gut, dass wir direkt ein paar Dinge klären und zeigen können. Ja. Kannst du jetzt ein Item mitnehmen oder eher nicht? Nee. Ich kann... Ich denke, das ist fair. Ich kann fliegen und keinen Schaden kriegen. Vorsicht, Bombe. Ah. Oh, du kannst keinen Schaden kriegen. Oh, mhm. Achso, die Türen gehen kurz zu im Online-Koop, weil die Leute halt sonst immer 100-mal durch die Türen gegangen sind, aus Versehen. Ja, yeah, okay. Wenn da mehrere Leute sind. Kann ich mir vorstellen. Ja. So. Du kannst mich auch überall mitziehen, ich muss einfach gar nicht mehr... Oh, guck mal. Gute große Entscheidung, wer was aufhebt hier. Ja, willst du das haben? Ja, hallo. Okay. Nein. Mich nervt es nämlich ein bisschen, weil man damit sehr langsam feuert. Du kannst es ruhig haben. Ich kann es ja gerade eh nicht mitnehmen. Oder wir gehen nach. Jetzt, wenn es mich ein bisschen nervt, dann kann ich es haben. Ich wollte es jetzt echt nicht so direkt. Ich wollte nur so tun. Alles gut. Kommst du nächste Ebene oder nach dem Boss wieder? Nach dem Boss. Also, wir können theoretisch danach wirklich hierher laufen. Ne, Quatsch, was kannst du haben? Okay. Was sind denn. Ich habe die Challenges von der Erweiterung halt nie gemacht. Was schaltet man da frei? Inwiefern? Es gibt doch diese Liste mit den Challenges. Und da habe ich irgendwie Scatman und alle darunter noch nicht gemacht. Sind da gute Sachen? Sollte ich die machen? Ich hab keine Ahnung. Okay. Das ist alles. Ich glaube, das meiste Zeug ist ziemlich Müll. Woher krieg ich ein Planetarium? Ich weiß noch, das hast du ultra hart gemacht. Die war damals, glaube ich, schon Klass. Ultra hart habe ich gemacht. Die schlimmste war aber die mit dem, wo man sich so beeilen muss. Die fand ich furchtbar. Da habe ich viele Versuche gebraucht. Die erinnere ich mich gerade nicht mehr. Lass mich mal nach dem Secret Room schauen. Ultra hart ist eine, da hast du irgendwie alle Flüche gleichzeitig aktiv und du kannst irgendwas sehen. Die habe ich, glaube ich, gefirst-tried oder so. Oder beim zweiten Versuch. Können keine Herzen droppen. Ich habe so lange gebraucht dafür. Das war die schlimmste Challenge für mich. Vielleicht habe ich auch viele Versuche gebraucht. Ich nehme mal das Geld mit. Die Kommentare gemeinsames Geld? Gemeinsames Konto? Gemeinsame Bomben, gemeinsames Geld. Nur müssen wir unser Leben teilen, abklären, ob wir Videospiele kaufen. Ja. Okay. Vorher ganz viele Reviews gucken. Oh, ich habe direkt das weggeklickt. Das ist die Macht der Gewohnheit, befürchte ich. Ich glaube, das vermisst keiner, das Ganze zu sehen. Na, ich weiß nicht. Manchmal mögen es Leute in Videos, wenn man die Cutscenes laufen lässt. Die Cutscenes? Du tust ja so, als würde irgendwas da passieren. Passiert was? Ja, du siehst, wer der Boss ist. Ich sehe ihn auch jetzt hier. Dingle, hey, bitteschön. Als Rebirth rauskam, konnte ich den nicht besiegen. Er war so schwer für mich. Natürlich sieht man direkt, es ist schon, muss schon sagen, schon anspruchsvoll. Ja. Besonders für mich gerade, der nicht mal denken muss. Muss aber nur gucken, in welche Richtung ich gerade drücke. Oh, die Taktik. Gefährlich. So, und jetzt bist du wieder zurück. Ja, noch nicht? Erst wenn der Böse da besiegt ist. Okay. Hallo. Oh, das beste Item darfst du auch noch mitnehmen. Ich will aber sehen, wie eine Krone auf die aussieht. Ich habe schon einen Hut. Okay. Ach, Lebensupgrade. Ja. Ah, das ist ein zweites noch. Je nach Spieleranzahl kommen beim Bossraum mehr Items. Also wenn man zu viert spielt, kommen hier auch 4 Items nacheinander. Kann alle einen Spieler aufheben. Das ist sehr angenehm. So. Und dann willst du ein bisschen deine Feuerrate killen. Ich glaube... Ich meine, Quatsch, das ist gut, denke ich. Ich meine, ich habe halt auch das Buch, weißt du? Dann kann ich halt richtig Damage hauen. Oh, das Buch, es wurde am schlimmsten genervt. Stimmt, das ist ja alles genervt worden, was Spaß macht. Ja, guck mal, ich kann einmal pro Raum schießen. Das sagen viele Leute, aber es wurden auch viele Dinge stärker gemacht. Aber das Buch, damals garantierte Deals. Ich wurde stärker gemacht. Nur noch Schaden. Hab eine eigene Patchnote. Stark. Ja, wollen wir in Wasserebene? Nee, ne? Was ist überhaupt unser Goal heute in dem Run? Ich hab keine Ahnung. Was fehlt mir? Sehe ich nicht. Okay. Doch, wenn du Escape drückst. Nee. Nee, sieht man nicht. Ja, ich mein. Da sehe ich nichts. Ich sehe nur meine Items. Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dir fehlen Mother und the Beast, gemessen daran, dass du das nie gemacht hast damals. Theoretisch, ja. Damals meinte ich, als der Repentance rauskam. In der letzten Beta bin ich einmal halt zu der Beast gegangen mit Eden und dann war dieser Schrank einfach leer und da war kein Charakter drin. Also wir können mal gucken, ob vielleicht ein Tainted Jacob da für mich drin liegt. Nee, Judas. Judas bin ich gerade nicht. Tainted Jacob. Judas, den mögen Leute. Ich mag ihn nicht so sehr, aber er ist einer der Besseren. Okay. Der hat dieses Messer mit dem Wusch, Wusch, ne?
Nee. Das ist Tainted Sams und Tainted Judas kann zu so einem Schatten werden, der durch Projektile durchrusht und sowas. Ja, aber der macht doch dann so einen Wusch dadurch, oder nicht? Ach so, ja, genau, stimmt. Okay. Ich dachte gerade schon, ich bin verrückt. Das ist ein Blaustein. Blaustein. Den habe ich gesehen, wir haben keine Bombe. Oh. Ich okay. Gehe nochmal weiter. Ich wollte nicht zu früh die schlechte Nachricht überbringen. Du hast es auch genauso gesagt, als ich gerade neben dem Stein war. Und eine Spinne. Ich habe schon eine Spinne. Soll ich noch eine Spinne sein? Ja, du kannst dann vielleicht Lord of the Spiders werden und dann sind alle Spinnen nett zu uns. Ich bin nicht sicher, ob es Lord of the Spiders gibt oder ob es das wirklich gibt. Ja, es gibt's wirklich. Es gibt Lord of the Flies. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Spider auch mit Spinnen, glaube ich. Oder? Okay. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, Lord of the Flies ist halt, glaube ich, ein Filmtitel oder so. Ich weiß nicht, ob Lord of the Spiders gleich da habe ich existiert. Ich habe keine Ahnung. Also als Verwandlung halt. Ich glaube, das gab's in dem Spiel. Oh Gott. Wo möchtest du hin? Aua. Wo ziehst du mich hier in Hilfe? Ich weiß doch auch nicht. Ich dachte, wir machen die Ebene noch. Wir können noch was Schönes im Shop mitnehmen. Ja, klar. Ebene mitnehmen komplett auf jeden Fall. Achtung. Ich will nichts sagen, aber es sieht gut aus für mich. Ich mach das Buch. Ich rette uns vor den Spinnen. Ich bin der Lord of the Spiders. Gute Sache ist, dass du noch dieses eine, das Spawn-Heart hast. Ja, es kann noch brechen. Shit. Nein. Das einzige Geräusch, was ich nicht in diesem Raum hören wollte. Ich habe doch extra mein Buch aktiviert. Wo ist noch eine? Ach, da. Ich meine, zu meiner Verteidigung, ich war mir unsicher, ob wir gegenseitig unsere Bilder verlassen können und da ist irgendwo offscreen eine Spinne auf mich zugesprungen. Das liegt nicht an mir. Also die Gegner konnten schon immer den Bildschirm verlassen. Ja, aber ich meinte eher uns. Ich weiß. Als wir in den Raum gegangen sind, dachte ich nämlich, dass ich ein bisschen bei dir in der Nähe bleiben will. Achso, nee. Aber, ja. Oh, das kannst du aktivieren. Cool. Ich komm zwar nicht hin, aber cool. Das ist echt gut. Da könnte hier ein Schlüssel drin sein, oder? Erstmal die kleinen. Tja. Wir finden einfach keine Bomben, das ist ein bisschen nervig. Ja, das ist das Schöne am Hard Mode, wenn er manchmal irgendwie eine Sache nicht gönnen will. Naja. Aber wenn man auf Normal spielt, dann habe ich immer das Gefühl, dass man zu viel bekommt, vor allem Herzen. Ja. Und wird mit Herzen überschüttet. Das war echt viel. Obwohl es im Online-Koop ganz praktisch war, weil da ist so durcheinander, da wird man so viel öfter getroffen. Naja. Habe ich wirklich den Anhänger, der mir Herzen droppt? Ja, ich meine, es ist eins der nutzlosen Trinkets. Der Traumfänger. Der macht einen nutzlosen Effekt. Nämlich, wenn wir in eine neue Ebene kommen, genau. Dann kommt der Cutscene, sieht man, was man für ein Item bekommt. Aber zusätzlicher Effekt, man bekommt am Anfang von jeder Ebene ein halbes Soul Heart. Bekommt man? Ja. Wenn ich noch eine Münze hole? Ich denke, kann man durchaus mitnehmen. Aber wenn wir die Bibel für dich später holen, dann kannst du die Kiste noch holen. Ich meine, die Bibel wäre tatsächlich gut. Ja. Free Mom-Kill. Mom-Killen. Hieß das? Lips. Oh, ich wünschte, ich hätte eine Bombe. Ja. So geht's mir öfter. Gleich. Der Boss gibt uns jetzt so viele Bomben. Was kann der? Einfach immer im Kreis laufen. Ah ja, und der Kleine Klitze. Kann Brimstone schießen. Ah, das ist gefährlicher, ja. Ja. Oh mein Gott, mache ich Schaden. Aber prinzipiell sehr hoher Schaden. Hey, ich bin zurück. Willkommen zurück. Nimmst du mich für was Gutes. Das ist keine Spinne. Okay. Oh, yes. Ich krieg gleich die Tears ab. Oh, ich habe eine Karte. Empress. So, wir haben aber leider nicht das Geld für die Bibel zusammenbekommen. Wir haben keine Bombe. Kein Geheimraum, kein gar nichts. Waren wir in dem Stachelraum da unten drin? Nee, aber... Ja, unser Leben ist nicht so gut. Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Wir brauchen nichts. Ah. Ich sehe einen Monokel. Nee, das war... Ich glaube, das war der Galgen. Damit einer von uns dann fliegen kann. Und dann kann ich die graue Kiste holen. Ja, dann gehen wir wieder eine Ebene hoch. Sehr gut. Oh mein Gott. Zwischenboss. Ja, verstehe ich. Ich habe instant mein Buch gedrückt, aber es ist gar nicht ready. Hab ja gerade erst einen Boss gemacht. Ich mach das. Du kannst schön auf Abstand bleiben. Es ist auch ziemlich ungewohnt, sich an den Delay zu gewöhnen. Aua, ja. Alles gut. Okay.
Ich glaube, mit der Left Hand würden wir uns ungemein sabotieren. Ja, die war mal gut. Ich meine, sie kann noch gut sein, aber ich kann gratis goldene Kisten öffnen. Ich würde fast behaupten, dass das besser ist. Ja, das Herz darfst du haben. Ja, ja, das gönnt dir. Dieses kam bestimmt von einem Trinket. Ich glaube, das ist das erste Herz, das wir gefunden haben in dem Run. Das zweite. Und noch eins. Ich lass ihn mal noch liegen. Ja, yeah, genau. Bisschen sparen. Ja, ich kann ja alle mit einem Schuss töten. Die Offscreen auf mich zuspringen, die mag ich nicht. Mit denen habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe auch nie verstanden, was das Muster von denen ist, wie die wann wohin springen. Oh, das sollst du mitnehmen. Yeah. Das gönne ich mir. Hätten wir nur eine Bombe. So, wir haben immer noch keine Bombe. Stark. Aber rechts wäre fliegen gewesen, weil der Itemraum da wäre. Aber wir können auch erstmal hier in den Shop gucken. Gefällt dir irgendwas? Wir können uns nichts leisten. Okay. Aber das wäre natürlich... Ja, dann wiederum bräuchte ich... Ja, wir können halt alle Türen dann mit Münzen öffnen, ne? Ja, und auch Kisten, goldene Kisten, aber das ist irgendwie... Das ist schon nett. Wäre es nicht wert. Wir waren beide falsch, oder? Nee, das, damit kann man fliegen, glaube ich. Damit kann man fliegen. Oder war das, um Steine zu zertrampeln? Ich nehm's mit. Das war, ja eben. Ja, es war Storm. Oh nein. Das war doch eins der Sterne. Oh, ein Seelenherz. Komm, mach die Pilze kaputt, die können doch nur explodieren. Ja, in der Ebene mit den Pilzen. Magic Mushroom. Ich schwör dir, da ist ein Magic Mushroom drunter unter den Pilzen. Naja. Okay. Den bekommt man heutzutage nicht mehr allzu oft raus, tatsächlich. Ich hab einen bekommen im Dezember. Zu Weihnachten. Au! Ist das eine Fackel? Das ist erstens ein Lagerfeuer und zweitens hättest du nicht reinlaufen müssen. Okay, es ist keine Fackel, ich stimme zu. Das ist auch immer das Schlimmste in Videospielen, Treppen und Leitern. Ich sehe es vor mir und ich denke mir, oh, das ist doch eine Leiter. Hatte ich noch nicht, aber du darfst sehr gerne den Münzschlitz holen, wenn du möchtest. Okay. Ich wollte fragen, wollen wir ihn doch mitnehmen? Ja, einfach, dass du so schöne Augen hast. Der gibt auch noch 5 Cent, wenn man ihn mitnimmt. Oh, auch noch. Sehr nett. Kann man direkt 5 Türen öffnen. Kostet eigentlich nur 10. Weißt du, die restlichen Shops sind eh nur noch Keeper-Bosskämpfe. Vielleicht sind sie auch in Secret Rooms. Wir können welche mitnehmen. Ja, wir haben 2 Bomben. Wir sind reich. Quasi. Und du hast sogar Fliegen, die jede Runde spawnen. Oh, ja, jetzt geht's richtig los. Woher kriege ich die Fliegen? Achso, durch das Spinnenzeug, ja. Nee. Spinnen sind keine Fliegen. Fangen wir mal damit an, okay? Ja. Oh, das ist so gut, nimm das mit. Das bedeutet, dass keine Active Items mehr spawnen. Dann nehme ich das Herztrinket mit, weil das, was ich aktuell habe, bringt uns auch nichts mehr. Ja, keine Spacebar-Items mehr für uns. Und ich glaube, du willst das Herz mitnehmen. Okay, genau, okay. Es kam auch von dem Rotten Heart, das du mitgenommen hast. Ach, die Fliegen, ja. Dann bekommt man jede Runde dann zwei Fliegen. Das ergibt Sinn. Warum hast du eigentlich einen Stadia-Controller? Ich hatte gestern geschrieben, ich wollte ja nicht fragen, dann dachte ich mir, nee, vielleicht fahre ich den Eisen. Au! Ach, dieses dumme Item. Warum bist du in den Pilz gelaufen? Gegenfrage. Weiß ich nicht. War ungeschickt. Ich habe einen Stadia-Controller, weil ich Stadia-Placements hatte. Das ist meine Ausrede. Oh, das war die Sache, bei der ich mir dachte, du hast gratis bekommen, oder? Nee, ich hab mir wirklich eingekauft. Oh. Ich habe tatsächlich Stadia auch relativ viel genutzt und dann am Ende alles refunded bekommen von Google. Also ich habe ja nicht mal irgendwie einen Nachteil davon gehabt. Die haben ja alles einem refunded, was man sich jeder geholt hat. Oh, immerhin. Ja, aua. Der Schmerz bleibt trotzdem. Ich habe immer das Gefühl, dass Videospiele diese über Streamingdienste funktionieren kann, aber irgendwie... Es kann funktionieren, schon ein bisschen ungewohnt. Aber dauert irgendwie noch ein bisschen, bis es so richtig gut ist. Ich hätte auf der PS4 mir mal PS Now war das, glaube ich, geholt und es war okay. Ich dachte mir, darüber werde ich bestimmt mal die PS3-Teile von Ratchet & Clank spielen. Dann habe ich für ein Jahr vergessen, das zu kündigen. Das klingt gut. Ich habe irgendwie nicht wirklich was darauf gespielt, aber... Ja, ich glaube, da hatte ich aber weniger Delay als bei Isaac. Ich will niemanden Vorwürfe machen, aber ich denke, das ist interessant. Ich kann es dir noch verwirrender machen. Ich habe Assassin's Creed einfach hauptsächlich da gespielt. Auf der Stadia? Mhm, Assassin's Creed Valhalla. Weil mein PC immer so warm wurde, während ich Assassin's Creed Valhalla gespielt habe, weil das irgendwie so viel Leistung gefressen hat. Dann habe ich lieber über Stadia gespielt im Sommer, weil mein Zimmer dann kühl geblieben ist. Es hatte seinen Nutzen. Manchmal, wenn man sowas da hat, dann will man es auch nutzen.
Ja. Ich habe das Gefühl, das ist. Ich habe ein Steam Deck. Ich glaube, ich will ein Herz so oben holen. Ich mag mein Steam Deck. Aber manchmal glaube ich, ich nutze es nur, weil ich es habe. Und nicht, weil ich es wirklich will. Ich habe mein Steam Deck und ich benutze so ein, zwei Mal im Jahr, wenn ich unterwegs bin. Und dann spiele ich da aber auch so 10 Minuten was drauf. Ich nehme es nicht mit, wenn ich unterwegs bin, weil es viel zu groß ist. Ich weiß nicht, was passiert ist, warum die Handheld-Konsolen so riesig wurden. So, ich glaube, da oben ist der Secret Room. Wie kannst du mit mir reden und gleichzeitig nachdenken, was in Isaac ist? Lucky Penny, mein Freund. Damals, wo ich immer gespielt habe, habe ich auch nie geredet und immer nur überlegt, was ich in Isaac mache. Kein Wort gesagt, immer jede Stunde. Ich meine, das ist manchmal das Leben. Worüber haben wir geredet? Über Steam Deck, dass es zu groß ist. Oh ja, ja, ja. Ja, ich habe mir auch eine PlayStation Vita geholt dieses Jahr, letztes Jahr. Es war nicht dieses Jahr. Wieso holst du jetzt eine PlayStation Vita? Ja, wo ich Video rüber machen will. Okay, ja, das ist die perfekte Ausrede. Du kannst einfach jeden alten Scheiß holen und sagen, ich wollte ein Video drüber machen. Das mache ich ja auch. Irgendwann mache ich das. Ja, ja, ganz sicher. Ich wünschte, das Steam Deck hätte die Größe von der Vita. Das stimmt. Ja, will ich einfach nur sagen. Ja, ich hatte, glaube ich, nur die... Hatte ich die Vita? Ich hatte die PSP. Lass den Boss töten. Na. Wir stehen gleich hier und machen einen Podcast eine Stunde. Ey, es ist schwer, gleichzeitig zu spielen und zu reden, ja. In Isaac. Vor allem, wenn man ausweichen muss. Jetzt pass mal auf. Liberty City Nein! Stories habe ich. Aua. Liberty City Stories hatte ich auf meiner PSP gespielt, glaube ich. Das fand ich da super. Oh ja, das war super. Vor allem sehr viel besser als das andere GTA auf der PSP. Wenn ich das mal so sagen darf. Weil ich hatte keinen Vergleich. Darf ich ein Tiers Up haben? Nimmst du mal mit, für den Tiers Up. Oh, ich darf mir eine Plazenta reinziehen. Ja. Mein Lachsdet ist erhöht mein Lachsdet nicht. Du darfst sehr gerne das da haben. Wollen wir gucken oder wollen wir skippen? Folgende Sache. Mhm. Folgende Sache. Glaubst du, wir sind in einer Position, in der wir unsere Leben ausgeben können? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube irgendwie auch nicht. Und wenn wir den ersten... Das ist nicht mal mehr der erste Devil Deal. Wir sind ja schon Ebene 3. Ups. Naja, wir können reingehen, es macht keinen Unterschied. Aber... Rotten Baby! Das gönne ich mir mal eben. Okay, gönn dir. Du könntest du das Shadow mitnehmen? Wenn du stirbst, dann wirst du als Shadow-Judas wiederbelebt und mit der macht damage, so viel Schaden. Ja, genau. Das ist ja eigentlich gut. Ja, also, es hat sich gelohnt. Ja, siehst du? Lohnt sich immer der Devil Deal. Selbst mit einem Leben. Ja, aber ja, ich wollte mein Steam Deck, ich habe auch mal überlegt, ob ich das mitnehmen will, als ich weggefahren bin. Und dann dachte ich mir, das ist so riesig, das ist dämlich. Es ist viel zu groß, ich weiß nicht, was sie sich dabei dachten irgendwie. Ja, weißt du, ich kann halt entweder ein Pullover mitnehmen, das mir warm ist, oder mein Steam Deck. Willst du dich noch umschauen? Ja, also du hast halt Stompy, also eigentlich müssten wir ja einen Crawlspace oder sowas finden. Es ist nicht garantiert, dass der Crawlspace auch tatsächlich in einem Raum ist, den man betreten kann. Es ist eine von diesen Situationen. Ich werde da nicht drüber trampeln. Komm schon bitte, du hast ein Seelenherz. Okay. Ja. Au. Das ist das zweite Mal, dass ich in diesem Raum jetzt Schaden nehme. Da sind 2 von 4 Pilzen explodiert. Haben wir überhaupt noch... Da sind Steine. Oh, ich spüre den Crawlspace. Da sind Steine. Oh, jetzt fühle ich es auch. Da habe ich so ein Gefühl. Okay. Nee. Sind hier noch? Da ist natürlich noch einer. So, pass auf. Das kann einmal feuern, während man im Raum ist. Oh, Danach ist man sicher. Es hat gerade auf mich geschossen, während du es erklärt hast. Ja. Haben wir noch Steine? Da sind noch Steine. Da unten ist er. Ich glaube, es sieht nicht mehr so gut aus für den Crawlspace. Doch, es wird umso besser, umso mehr wir kaputt haben. War da was? Shop könnte noch einer sein. Da war's. Oh, guck mal, gratis Geld. Und Spinnen. Na, da ist schon lange kein Geld mehr drin, in denen war's. Oh, ich ziehe alle zurück. Wir sind reich. Können wir direkt eine zweite Vita holen? Ich nehme das mal noch mit. Okay, ich hätte halt einfach restock das allgemein, wenn man das macht. Oh ja, damit der Reroll so, aber das Teil, was ich gemacht habe, bringt das, glaube ich, alle Pins zu Karten werden. Okay. Ich will nochmal. Champions Belt. Mehr Champions, aber auch mehr Damage. Batterie wäre halt öfter. Ich glaube fast, dass ich Champions Belt mitnehme, denn meine Fliege muss stärker werden. Okay. Das ist der Grund, warum ich das Damage abbrauche und nicht du. Ich brauche mehr Damage, deswegen muss ich das Damage ab mitnehmen. Ich brauche das dringender als du, okay? Ich habe kein Gegenargument. Okay, ja, du bist doch der Lord of the Spiders, der bestimmt existiert. Ich bin wirklich inzwischen verunsichert, ob er existiert. Ich war mir so sicher und da warst du so unsicher, ob er existiert. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Wir finden es raus, dafür spielen wir.
Also wir könnten auch nach dem Super Secret Room schauen, aber ich glaube, wir sollten uns eine. Na, ich weiß nicht, wo er ist. Was ist denn das für eine Karte überhaupt? Emperor. Oh ja, yeah, stimmt, die Karte. Empress. Du hast eine Justice-Karte. Justice. Na, nochmal eine Bombe mehr. So, Emperor könnte noch ziemlich hilfreich werden. Vor allem kann man damit dann Wubu. Wo oder wäre sowas der skippen. Raum überhaupt? Hier kann er ja nicht sein. Hier unten kann er auch nicht sein, wegen den Stacheln. Ich weiß links nicht, ob er hier links sein kann, weil die Stacheln da in der Mitte vom Raum sind. Ja, aber der grenzt ja dann links an den Raum. Ah, ja, an. Ja, stimmt, ja. Ja, hier nee, hier ist. Ich glaub, oh mein Gott, der muss so weit weg sein vom Bossraum. Ich glaube, der ist hier unten wahrscheinlich oder so. Ja. Wollen wir schauen? Ja, komm, einmal probieren. Nee. ich bin dieser schlechte Einfluss auf deiner Schulter. Komm, lauf in die Pilze. Komm, verschwende unsere Bomben. Jetzt will ich aber auch eine verschwenden. Na, ist okay, wir haben ja... keine mehr. Haben wir keine mehr. Ist okay, wir brauchen auch keine mehr. Ist okay. Glaubst du, in dem Feuer ist der Crawl Space? Ja. Kann Crawl Space überhaupt in dem Feuer sein? Nee. Schade. Okay. Und dann schön die Cutscene anschauen. Ja, ja. Mhm, ich gucke. Augen auf. Es ist, das könnte Toxic Shock sein. Diese und Toxic der schlimmste Aura. Boss. Ach, den Boss. Oh, wenn das auch die noch. Champion-Version ist, dann haben wir ein Problem. Nee, ich krieg Judas Shadow und One-Hitte. Oh ja, stimmt, du hast Judas Shadow, könnte helfen. Kannst du den Stacheln laufen. Wenn man hier eine Schaufel einsetzt, ist da auch eine Leiter, oder? Bei sowas. Ja, bei generell. Nee, bei der Schaufel, die ist inzwischen egal, wo man sie einsetzt, glaube ich. Ich glaube, immer auf so Bodensachen muss man die einsetzen, dann kriegt man Crawl Spaces. Ja, ich glaube, bei irgendeinem Item war es so, was man so oder so immer bekommt. Aber ja, genau, bei diesen Sachen am Boden. Okay, okay. Die manchmal sehr... Oh Gott. Au. Gleich ist Judas Shadow aktiv. Das war ein sehr mieser Gegner, möchte ich übrigens mal anmerken. Ja, war ein bisschen... Das war eine sehr miese Nummer gerade. Ein bisschen gerade. Wenig Platz gewesen. Ja, Hard Mode macht ja nur weniger Item-Drops und mehr Champion-Gegner, ne? Und die Projektile der Gegner sind schneller. Das ist der problematische Punkt. Echt? Okay, habe ich nie gemerkt. Man merkt es, wenn man danach... Beziehungsweise war anfangs, ich weiß nicht, ob es inzwischen noch so stark ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich ein bisschen Gatekeeper und sagen, ja, also damals, als Repentance ja noch neu war, da war es ja noch schwer. So wie jeder, wenn man Elden Ring nach den ersten 2 Wochen gespielt hat. Du hast halt unendlich Macht. Du kannst mir halt einfach den ganzen Tag erzählen, dass es Lord of the Spiders gibt und ich glaub dir. Er existiert bestimmt. Es gibt viele Transformationen, die man nie sieht. Warum werden Tränen verlangsamt bei den Gegnern? Wer macht das von uns? Das machst du mit deiner zweiten Spinne. Ah. Ah, das ist nicht so gut. Das ist doch das Gegner... Es ist okay. So der erste Gegner, den man killt im Raum, der... Explodiert in so einer Nova. Ja, genau. Ja. Was dachtest du? Das enttäuscht eine Toxic. Ich sehe ganz schön verprügelt aus. Nee, das ist nur eine Infektion. Okay. Nur. Es sind ein paar Beulen, da kommt ein bisschen... Was macht das? Mehr Schlüsseldrops? Ich glaube schon, aber okay. Ja, wir brauchen keine Schlüssel mehr. Oh, hast du gesehen, wie hart die Infektion? Der wird richtig gecarried. Wenn er mehr daneben geht, es kann wirklich gut sein, wenn Gegner auf einem Haufen sind. Das Problem ist nur, wenn man sowas hat, dann sind die Gegner nie wieder auf einem Haufen. Welche? Das war die falsche Taste. Ich wollte mal das hier kurz ablegen. Ne, achso, ich habe ja gar nicht mehr das Herz locker, das hast ja du. Mhm. Weil ich kurz überlegt habe, ob es sich lohnt, dass mehr Herzen droppen gerade. Vielleicht wollen wir mehr Bomben. Aber wir haben jetzt 2 Herzen rumliegen. Ich würde mal so lassen. Ersetzt es Drops oder macht es zusätzliche Drops, ist halt die Frage. Also, wenn dann wenn ein Drop kommt, der kein Herz ist, dann wird der nochmal gerollt. Willst du noch mehr Herzen? Herz wird um, keine Ahnung, 3% erhöht oder so. Ja, okay, wenn du so Angst hast, dann kannst du gerne dein Trinket behalten. Ich würde es beibehalten, ehrlich gesagt. Okay. Ich hätte es ja nur erst mal hingelegt und später wieder geholt. Du als jemand, der keine roten Herzen hat, du kannst natürlich sagen, hey, wir brauchen noch gar keine mehr. Ja. Aber ich brauche welche. Ach, vor allem kann ich dann vielleicht auch ein bisschen in eine Bloodbank reinlaufen oder so. Ja. Oh, ich mag die nicht. Genau deswegen. Aber wenn wir noch eine Bombe übrig haben, dann... Wir haben eine. Und wir haben The Moon. Rüber. Oh, Geheimraum. Kommen wir aber leider nicht rüber. Siehst du den da?
Oh, ja. Da kommen wir nicht ran. Wollen wir die Moon-Karte einsetzen? Oder wollen wir erstmal gucken, ob wir irgendeine brenzlige Situation haben? Ah, pass mal auf, ich würde wir gehen in den Stachelraum. Ja, genau. Oh, guck mal, ich kann auch über das Spiel nachdenken. Manchmal. Und dann werde ich noch ein halbes Herz verlieren. Weißt du, was ich dann mitnehmen werde? Nein! Geh du durch. Aha. Geh du voran. Die Kraft des Koop. Oh mein Gott. Oh, ich liebe diese Gegner. Die sind eigentlich angenehm. Diesmal hat's was gebracht. Eine Bombe. Und zwei Karten. Mein Gott, ist so selten, dass man hier mal Sachen rausbekommt, die man vielleicht mag. Hör mit! Gehen wir direkt zum Shop rüber. Du kannst zwei Karten tragen. Oh ja. Du kannst die Moon Hermit-Karte noch mitnehmen, wenn du willst, statt Emperor. Oh, ich habe mich gerade mit der Plazenta geheilt. Ist gut. Ja, ich Moon mal. Moon oder Hermit? Wahrscheinlich Moon, oder? Ja. Oh, okay. Einmal Hermit, einmal Moon und einmal Sun. Willst du den Sun einsetzen oder mitnehmen? Ich würde die Sun-Karte auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ist ja ein Full-Heal, ne? Sun war links oder rechts? Links. Hermit oder Emperor? Hütchenspiel. Wo ist die richtige Karte? Da. Er hat sie gefunden. Ich will den Moon behalten. Zwei Hermits dürfen hier liegen bleiben. Ja, Hermit ist nicht so hilfreich. Wir können auch einen Hermit einfach direkt einsetzen. Dann sind wir halt umsonst im Shop. Ja, kostet halt eine Münze an sich. Eine Münze, die wir mehr haben. Aber da müssen wir nochmal zurücklaufen, um noch eine Karte mitzunehmen. Ich mag, wie du denkst. Mit den Leuten, wo ich im Dezember gespielt habe, da war jeder Run 1,5 Stunden. So lang sind meine Runs auch. Nein. Du sagst immer, brauchen wir nicht, wir gehen weiter. Das ist die richtige Einstellung. Ja, aber es heißt nicht, dass ich schneller bin. Leute haben sie du redest halt über die PS Vita in einem Raum. 20! Das können wir richtig prassen. Wenn wir nur wüssten, wo der Shop ist, hätten wir eine Hermit-Karte. Ich könnte eine Sun-Karte einsetzen. Au. Ich habe gerade überlegt, wie ich Leben bekomme. Hi. Cool. Wie viel Schaden machst du? 7. Oh, stark. Ich mache 6,2. Ich will mir nicht sagen, dass das interessant ist, aber schon interessant, dass du kaum stärker bist als ich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Zählen jetzt aber alle Damage-Ups, die ich finde, doppelt dann direkt? Oder? Ja, du müsstest so einen 100% Multiplikator haben. Ah, okay. Aber ich wusste nicht, ob der nur bei der Wiedergeburt zählt oder allgemein. Wollen wir zwei Bomben für die Fackeln ausgeben? Das hatte ich gerade überlegt, als ich umgebracht wurde. Okay. Ja. Cool. Nice. Oh, da ist noch eine. Nochmal. Let's go. Ich meine, du bräuchtest die Leben. Oh, shit. Ja, ich bräuchte es wirklich, aber im Spiel ist es wohl egal. 4 Bomben einfach dafür benutzt. Ja, das war wirklich nicht effizient, aber das ist okay. Wenigstens müssen wir jetzt nicht mehr so viel Gedanken uns machen, was wir mit den Bomben anfangen können. Denn aber ich schieße ja auch 4x7 Schaden, ja? Du schießt halt in der Zeit 4x, aber egal. Ich habe noch die Fliege. Oh! Nimm das mit! Das bringt, dass dein Spacebar-Item 2x aktiviert wird. Weißt du, was das für einen Damage-Bonus gibt? Den gewaltigen. Du weißt, dass mein Damage einfach weg ist, sobald ich tot bin. Aber ich gebe mir Mühe. Nee, das Buch. Ja, aber wenn ich sterbe, kann ich halt auch mein Buch nicht mehr einsetzen. Bin ich einfach tot. Weil ich habe halt wenig Leben. Das ist ja. Das kannst du ja als Ausrede für alles verwenden. Das stimmt. Wenn du ein halbes Herz bekommen musst, kann ich zurück. Jedes Mal, wenn du überlegst, gibt dir das Spiel einfach ein halbes Herz. Der Champion-Gegner finde ich gar nicht so schlimm. Man würde meinen, dass dieses Item eindeutig. Oh, ich weiß nicht, was das Trinket bringt. Viel Luck. Ja, da hat man mehr Luck-Effekte. Oh, was gibt immer ein Crawl Space inzwischen, glaube ich. Aber wir werden unser Glück nicht riskieren. Okay, wir gehen auf irgendeinen. Hier ist nur irgendwie nichts. Warum ist der Boden so leer? Hier ist ein Dreckstück. Ja, ich glaube, da kannst du. Ich glaube aber, was gibt immer inzwischen, aber machen wir das dann da. Linke oder rechte Schultertaste? Links, oben links. Nee, ist aber oben rechts. Ich hätte aber eine Bombe gelegt. Das darfst du haben. Wegen Conjoint. Ah, zählt nicht zu Conjoint, aber... Nicht? Dafür gibt er ja ein paar Küsse, das heißt, das ist ein emotionaler Support, den ich auch sehr benötige. Ja. Sister Maggie würde zu Conjoint zählen, aber...
Chat irgendwie nicht, was immer ein bisschen nervig ist. Droppt der Herzen? Was macht der? Ja, ja, der droppt dir nur wieder Herzen. Mehr Heilung für dich. Ha. Na, da ist ja auch ein Herz, das ist ja schön. Ja, sobald wir fliegen können. Dann nehme ich das doch auch noch mit. So, jetzt kann ich das doppelt einsetzen. Oh, Megamon! Oh, du hast die Cutscene nicht geskippt. Die Immersion ist da. Oh mein Gott, wie meine Großbild. 15 Damage habe ich, by the way, wenn ich das Buch einsetze. Ich glaube, du willst das Soul Heart mitnehmen. Oh ja. Ich glaube, ich nehme Experimental Treatment mit, weil wir wollen nicht riskieren. Oder? Dann könnte ich meine Leben verlieren. Also. Wer nimmt das dumme Treatment mit? Also ich. Und Damage ab. Und ich habe einen Luck-Stat von 3. Und Schlüssel, die uns nichts bringen. Schön. So, ansonsten. Oh, Luck wäre eigentlich echt gut für meine Verlangsamungstränen. Lass mir mal den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wie viele davon kommen vom. Doch, das hängt vom Luck ab. Aber es scheint immer eine von 4 zu sein. Oh, 2 von 4. Eine von 4. Keine. 0 von 4. Oh mein Gott, ich auf. Das hast du herausgefordert. Luck-Streak ist vorbei. Haben wir alles okay? Wird schon stimmen. Ein Finger. Oh, der Finger! Ich denke sofort zu dem klassischen nur an die Spiel, Elden Ring, das wir alle gespielt haben. Elden Ring. Oder welches Spiel? Was mit Finger? Nee, das war von Edmund auch. Achso, ja, ja, da habe ich ein Video zugemacht. Oh. Das hat mir auf Leute gezeigt. Das klasse Spiel, ich habe es nicht gespielt. Deswegen habe ich gesagt, Spiel, das jeder gespielt hat, weil ich es nicht gespielt habe. Ich muss halt sofort an Elden Ring denken, wenn ich so einen Finger jetzt immer sehe. Wegen dieser einen Waffe. Oh ja. Yeah. Puh, Empress oder Empress? Au. Oh, ich kann, also wenn ich... Oh, so viel Schaden. Oh mein Gott. Ich muss die Karte nochmal mitnehmen und bei einem Boss einsetzen. Das wird nicht in die Bombe laufen, bitte. Danke. Das wird dir so viel schaden, wenn ich das Buch jetzt nochmal bei einem Boss einsetze. Wir müssen irgendwas haben, damit du... Nee, warte, das droppen keine Spacebar-Items. Noch eine Bombe? Ich glaube, das nehme ich mit. Du kannst halt nicht immer mit roten Herzen heilen. Ich nicht. Ja, aber ich will, dass wir vielleicht noch ein paar Deals bekommen. Okay. Oh Gott. Ich nicht scheinbar. Oh, schön. Warum sind da so viele in dem Raum? Direkt ein Highlight dieser Raum. Haben wir direkt Spaß. Noch eine Sun. Setz die Sun-Karte. Nein, warte, setz sie im Raum ein mit Gegnern. Achso, ja, macht ein bisschen Damage auch, ja. Ja, und dann haben wir die ganze Karte offen. Na, hier ist kein Gegner. Ich war schon bereit zu drücken, aber... Dieser Jumpscare. Ich meine, es war klar, dass es früher oder später passiert. Oh Gott, das war kein guter Anlass dafür. Alles geht dem Bach runter. Der dumme Bombenblock. Ich meine, es war klar, dass es irgendwann passiert, aber ich dachte nicht, dass es so schnell passiert. So, da ist eine Bombe. Damage up, willst du? Willst Jawohl. Du? Und Luck. Das ist ja richtig gut. Oh ja, vielleicht 2 von 4 Verlangsamungstränen. Warte, wo ist meine Empress-Karte hin? Warum die ist da oben, wo die Sun-Karte ist. Ah, okay. Die hat dir niemand geklaut, ich hab die nicht eingesteckt. Ich weiß, welche Karten du hast. Ich kann dir in deine Karten schauen. Keine Stimmt Sorge. Nicht, du siehst nur eine. Das reicht mir. Ich sehe immer die du zuletzt aufgehoben hast. Ich glaube, du siehst die gerade aktiv ist, oder? Ja, aber ist das nicht die du zuletzt auf... Achso, du kannst auch wechseln, okay. Na. So, Secret Room? Ja. Klar. Vielleicht sind wir auch mal... Oh! Bomben. Die Bomben zählen ja für uns beide, die teilen wir ja, oder? Ja, genau. Stark. Jetzt haben wir das Problem mit den Bomben auf jeden Fall für den Run gelöst. Und Schlüssel brauchen wir auch keine mehr. Wollen wir in den Raum da links reinspringen? Gucken, einfach nur mal. Ja. Das ist ein... Nee, ist kein Boss-Room. Naja. Also, sind wir auf der Marm-Ebene? Nee, wir sind noch die Ebene davor. Also, könnten wir öffnen und ich mache Nee, Empress ist kein Teleport, ich bin dumm. Hast du Conqueror oder sowas noch? Nee, ne? Ich habe Emperor, aber... Eine graue Kiste ist irgendwie. Emperor würde ich viel lieber in Woom einsetzen, damit wir da direkt eine Ebene skippen können. Oh mein Gott, du bist so smart, okay. Denn Woom ist immer. Ach, ich hasse Woom. Das ist die nervigste Ebene. Oh mein Gott. Das ist ein nerviger Raum.
Aber ich bin stark, hoffentlich. Denkst du, ich kann mein Buch einsetzen? Ja, bis zum Boss ist normal ready. Ja, es gibt auch direkt zwei Aufladungen in dem Raum hier. Stimmt, ist ja ein größerer Raum. Oh, zwei Bomben, die haben wir nötig. Wir haben zwei verbraucht. Wie viele unterschiedliche Gegner in dem Raum hier waren. Ja, der Raum war ein bisschen, der war ein bisschen eklig. Direkt auf mein Herz bekommen. Crawl Space. Ich halte Abstand von den Bombensteinen. Nee, kein Crawl Space. Hier ist noch ein Stein. Hier sind noch zwei Steine. Nee, den sehe ich nicht als Stein. Weißt du was? Nein, oh, okay. Ich dachte schon. Ich habe das Gefühl, das können wir uns leisten. Ich glaube, wir werden die 99 Bomben nicht mehr aufbrauchen. Ich dachte, du willst irgendwie reinlaufen. Ich weiß es nicht. Ich bleib mal in der Ecke stehen. Oh, ich hasse diesen Stein hier gerade in der Mitte. Ja, verstehe ich. Vor allem, wenn ich mich nähere, werde ich dann die Felsen kaputt machen und dann... Die Spinne will ich. Ist noch sehr viel nerviger. Ah. Ach, komm schon. Hilfe. Hm. Ich meine, wir haben viele rote Herzen herumliegen. Ich schau mal hier rein. Ah! Ah! Schön. Ja, können wir uns nicht leisten. Danke schön. Vielleicht ist hier ein Tinted Rock. Nein. können wir den kleinen Boot sprengen? Items? Wenn man den wegspringt, kriegt man zwei Spinnen raus. Ah, okay. Ich meine, noch bist du nicht der Lord of the Spiders, der existiert. Okay, ja, dann sagen, wir gehen wieder. Ja, wir haben ja noch zwei Kisten. Wobei, vielleicht an der den Lord diagonalen of the Spiders Move? Von Ja, ich habe nicht gesehen, dass was zu mir gegangen ist. Hallo? Du machst den Boss. Das war nicht so beabsichtigt. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe so sehr auf dich geguckt, ob du das schaffst, den Move. Und auf einmal bin ich tot. Sie ist auch ja, aber einfach kurz Boss machen, dann kann ich wieder mitspielen. Nachdem du dich geheilt hast. Mein Lieblingsboss. Ich hoffe mal, dass er nicht doppelte HP hat, wenn ich allein gegen ihn kämpfe. Kriegt er mehr Leben durch mehr Spieler? Du bist stark genug. Der Ding hat auf jeden Fall mehr Leben. Du bist stark genug. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben ja noch jemanden, der stärker wäre als ich. Jemand, der das ein oder andere Damage-Up noch mitgenommen hat. Ja, du hast genug Damage-Ups. Obwohl ich gesagt habe, nein, bitte. Ich brauche das Glas. Bitte, ich brauche das unbedingt. Bitte, nein. Du kannst das doch nicht alles alleine mitnehmen. Und dann meintest du, nein. Ich mach das. Mir. Ja, ich erinnere mich. Seitdem stehe ich ein bisschen schlecht da. Ich stehe schlecht da, seitdem du einfach neben mir in eine Bombe gelaufen bist. Ich bin nicht in die Bombe gelaufen. Ich bin in den Stachel gelaufen. Ach so, doch, voll bin ich in die Bombe gelaufen. Du bist in beides gelaufen. Warum ist der eine Stein hier voller Blut? Hier liegt bei mir ein Stein, der ist voller Blut. Ja, bei mir auch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Nierenstein oder so. Oh mein Gott. Es gibt als Item im Spiel, es sieht ziemlich genauso aus. Ja, ja, aber... Oh mein Gott. Die sind ja wenigstens eingesperrt. Ich kann hier rein. Ich block die. Ach, diese dummen Feuer! Mach die doch aus, mach die doch aus. Ja, die da unten, die jetzt ausgemacht hast, die haben schon gefeuert. Ah, die schießen auch nur einmal? Ja. Okay. Die haben schon ausgefeuert. Ich find's gut, dass die Spinnen Fackeln, und sowas auf so mich gerne. Gehen. Fackeln, wie ich sie gerne nenne. Ich verliere übrigens jeglichen Damage und so, während ich so ein Geist bin. Man merkt's vielleicht. Ich hatte schon so eine Vermutung. Mit jeglichen verlorenen Damage bist du ziemlich genau so stark wie die Begleiter aus dem früheren. Oh mein Gott. 1,7 Damage habe ich. Oh, 1,7, das ist noch weniger aus dem früheren Korb. So, das werden wir aufheben. Für schlechte Zeiten. Ja. Finger. Ach ja, der Finger. Das macht über. Ach, der ist wie so ein ich Schwert. Ich würde ne? nicht sagen, dass du ihn mitnimmst, weil du mehr Schaden machst, aber. Du bist tot. Ich muss den Boss bekämpfen und ich habe nicht so viele Herzen. Kannst du auf ihn zeigen. Machen wir erst den Boss, oder? Ich schau noch in den Shop. Okay. Au. Es läuft gut. Es läuft gut. Ist ja gar kein Problem. Den Beast wollen wir machen. Ja, klar. Ja. Kriegen wir. Ja gar kein Problem. Das ist nicht so viel Gutes. Nee, ich denke, ich gehe einfach weiter. Bist du Kane? Nee, doch.
Doch, ich bin Ken. Kannst du eigentlich diese große Pille mitnehmen? Wir haben keine Pillen mehr, weil ich das Starter-Deck mitgenommen habe. Ach, oh. Ist als Kane halt ein Move. Ja, stimmt, ich hätte immer positive, das habe ich komplett vergessen. Es ist ein paar Tage her, seit ich mit dem normalen Kane gespielt habe. Oh Gott, wo kommt... Oh. Ja, unsichtbar. Einfach unsichtbar gemacht. So super secret. Willst du ein schwarzes Herz mitnehmen für den Boss? Wir haben zwei rumliegen. Kommt halt drauf an, wie viele bekommst du, wenn du wiederbelebt wirst. Ich habe keine Ahnung. Ein oder zwei. Aber wenn es zwei sind, würde ich eins mitnehmen. Wenn es nur eins ist, nimm eins mit. Ja. Warte, lass mich noch schnell... Was ist, wenn du jetzt den Pillenbeutel holst oder so? Wenn keine Pillen droppen können, werden es alle Karten? Lucky Penny! Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mal mit. Extra Platz für Pillen. Oh, da ist eine Pille. Oh nein, alles wurde zu Pillen, aber Luck up, Tears up, Luck up. Ich habe einen Luck-Stat von 6. Okay. Also wenn du irgendein Item mit Aktivierungschance finden, das kriegst du. Warum habe ich Placebo nicht direkt mitgenommen? Weil du überfordert warst von deinem glücklichen Zustand der Pillen. Ich wusste ja nicht, dass das tatsächlich gute Pillen sind. Tears up und Luck up, was? Ja, finden wir nochmal. Sonst geht man immer nur Tears down. Okay, er hat nicht mehr HP. Ich tank den. Natürlich trotzdem noch ein sehr spaßiger Bosskampf immer. Ich habe letztens erst gelernt, dass der erst lasert, wenn der Raum dunkel wird. Oh, ist das so? Ja, ja. Ich laufe die ganze Zeit um ihn herum, weil... Jetzt wird der Raum dunkel, jetzt kann er lasern. Oh. Ne? Habe ich auch nie gewusst. Ich bin einfach immer in Bewegung geblieben. Ich bin einfach immer im Kreis um den gelaufen. Auf sowas achtet man doch nicht. Ich wusste, dass es passiert, aber ich konnte nichts machen. Ah! Jetzt war es nicht dunkel. Ich lebe. Einhalb. Es war weder eins noch zwei. Ich glaube, ich nehme die Leben mit. Ich nehme so auch welche mit als Gegenleistung. Nur fair. Wird das Seelenherz bei mir automatisch? Ja. Ein schwarzes Herz wird's. Die Zeit, in denen du rote Herz haben konntest, sind vorbei. Ich habe meine Karte noch. Du hast meine Karte nicht verflucht. Oh, ach, das zählt dann... Zählst du für mich? Hier sind auch noch Karten. Das waren aber die letzten Pillen im Run. ich nehme. Cool. World. Jo, nehmen wir beides mit. Jo. Man braucht ja eine Full-Karte, um zu The Beast zu kommen. Aber weißt du, was passiert, wenn man dann alle Karten zu Pillen gemacht hat? Beziehungsweise in einem Schädel, der mit dem Kreuz markiert. Ja, genau, das ist immer dieser eine mit dem Kreuz. Das weiß ich auch. Der wird dann zu einer Telepille, also die Karte. Oh, cool. Gut durchdacht. Ja, also haben wir noch drei Räume offen. Ja, ja, aber, klar, nehmen wir mit. Okay. Wo ist der Geheimraum? Waren wir schon drin? Ja, wahrscheinlich. Ja, der war markiert, wegen der Sun-Karte. Ja. Ich meine, vielleicht finden wir einen Crawl-Space noch. Ja, du kannst hier stompien. Du bist schneller, du machst das. Ich schön, wie du mit deinem Finger rumwickelst. Natürlich. Ich bin natürlich gut darauf. Ja, dafür kann ich nichts, dass dein Gamepad nicht funktioniert. Nicht meine Schuld. Das finde ich immer noch so komisch. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich bin auch gerade sehr verunsicher, wo ich laufen will. Hast eine, zwei. Schön. Drei. Okay. Geh einfach oben weiter. Drüber. Geh oben drüber. Durch. Da rechts noch ein Herz. Ja, du links durch die Tür. Achso. Ja. Okay. Die sollen die Steine kaputt machen. Ah. Ich dachte, du willst, dass ich das Herz mitnehme. Also, das kannst du auch so holen, weil du da einfach easy hinkommst. Da. Oh Gott. Ah, die kann man nicht ausweiden, die lila Feuer. Ja, die kann man aussprengen. Okay. Oh, das ist gerade nach mir geschossen, als ich dran vorbei bin. Aber warte. Alles. Ah, warte. Wir gehen nochmal nach links. Kein Soul hat leider drin. Oh, jetzt. Super Secret? Nein. Hier oben. Nein, da war ein Feuer davor. Kann gar nicht. Achtung! Oh, mein Herz. Solche Räume sind immer sehr lustig, wenn man Tainted Lost ist. Ich glaube, fast jeder Raum ist lustig als Tainted Lost. Nein, vor allem die mit diesen Köpfen, die herumschießen, wenn man dann irgendwelche Schalter aktivieren muss oder so, denkt man sich. Ich fühle mich gerade sehr sicher. Ich würde schon suchen. Wir haben echt genug Bomben. Ja, ich, da war eine Spreng. Ich sehe hier irgendwie ein Sprengding. Ja, genau. Ich kann auch nochmal, damit du dich sicher fühlst, aber. Klar war's Super nicht. Secret Room lohnt sich halt auch meistens nicht. Ne, da kann er gar nicht sein. Ich weiß, da auch nicht. Vielleicht rechts vom Goldraum. Kann er rechts vom, links vom Shop sein? Nein, aber warte, oben. Oh, hier sind natürlich noch Steine.
Also er ist in der Regel immer in so einer Location, wo man sich denkt, oh ja, es ergibt Sinn, dass er da ist. Also da unten links vielleicht noch? Das ist eigentlich das Gefühl bei so einem Raum, der sehr weit abseits ist. Soweit habe ich die Karte nicht mal gesehen. Ich öffne sie immer. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin immer zu faul, beim Gamepad die Taste zu drücken, ich weiß nicht. Das ist eine Daumenbewegung, die man sich sparen kann. Ja. Ist halt auch der Daumen, mit dem ich laufe. Nicht jeder kann so viel seinen Finger bewegen wie ich hier gerade. Ja eben, du hast einen Finger mehr als ich. Willst du auch das im Super Secret Room suchen? Ja, da unten ist er. Los, spreng. Oh mein Gott. Der ist wirklich da. Könnte gut sein. Willst du die eine Herzhalskette gegen die andere Herzhalskette tauschen? Ich habe absolut keine Ahnung, Nimm sie mit. Ich nehme die andere mit. Gather round. Oh, das sind das deine Freunde, um dich kreisen. Guck mal. Ach ja. Ui. Ja, nehmen wir mit. Das bringt ich habe mal so getan, als wüsste ich, was die macht, aber ich habe es halt einfach gesehen. Ja, und der Effekt war Gather round. Also stand da. Genau. Wir gehen noch weiter und dann werden wir noch Mom besiegen und dann wird's lustig. Dann müssen wir durch den Minenschacht. Oh, die Schraube. Oh. Du siehst die Sachen auch, obwohl ich das habe. Nadel, glaube ich. Ich glaube, war die schlecht? Ich du hast bisher jedes, auf jeder Ebene das Item falsch gecallt. Das war die Schraube. Welche Schraube? Meinst du, das Tier ist ab? Ja. Das ist doch keine Schraube gewesen. Was war das noch? Das war doch eine Nähnadel. Was für eine Nähnadel? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich wäre vorsichtig mit der Kiste. Ja. Ich wäre nicht vorsichtig mit den Steinen. Ach ja. Los, irgendwann werde ich dran denken. Irgendwann. Wäre ich nicht vorsichtig mit Bomben hier. Oh, vielleicht ein bisschen Vorsicht. Sei vorsichtig mit den Bomben. Der hat noch keine geschluckt. Oh Gott. Oh, sie verfolgt dich wieder. Immer irgendwelche die Bomben. Oh, ja. Wie sie direkt zu dir hoch ist. Wer? Ach, er. Sieht aber aus wie ein normaler Gegner. Wenn er ist quasi normaler. Da war ein Lucky Penny, Lucky Penny, Lucky Penny. Nein, doch nicht. Ich dachte, ich habe grün gesehen, aber hier ist alles so dunkel. Was habe ich für Emperor? Ach, okay. Hermit. Ach, zu Hermit hat es mitgenommen. Müll. Es ist Müll. Brauchen wir nicht. Gerade. Au. Wie wir beide an derselben Stelle waren. Es war einfach nicht so viel Platz zum Ausweichen. Oh, das ist eine Rune. Die können wir sogar ran. Ja, aber. Okay, ich wusste nicht, dass die. Das ist jetzt nicht wert. Ich wusste nicht, hier sollte das Pille. Wert sein. Das ist eine Pille. Die kann alles sein. Stark. Und Klon es sie. Infestet. Jetzt bist du der Lord of the Spiders. Ich kann jeden zweiten Raum der Lord of the Spiders werden. Ich setze nochmal ein Bild damit. Kannst du die. Black Rune ist eine Void-Aufladung. So, gucken wir mal, ob da eine Nähnadel ist. Es ist weder noch. Erstmal, der Knochen ist gut. Der ist ähnlich wie mein Finger, nur macht er tatsächlich Schaden. Stabbing Time. Stabbing Time. Pointing. Woher habe ich den? Der ist irgendwas. Hast du Forgotten freigeschaltet? Oder hast du es vergessen? Den Knochenmann? Mit dem habe ich gespielt. Ja. Genau, mit dem schaltet man das dann irgendwann frei. Ich glaube sogar in dem letzten Run, den ich gespielt habe, habe ich dann den. Nee, vorletzten. Habe ich das freigeschaltet. Den kenne ich nämlich nicht, den Knochen. Cool. Er ist ganz nett. Soll ich mal für deine Zuschauer Sachen erklären? Ich habe Isaac, das ist die Erweiterung übrigens, nie so richtig gespielt. Davor habe ich Isaac mal gespielt. Hallo. Ja, ich dachte, du hättest. Ich dachte, du wärst. Du hast damals viel Isaac gespielt, deswegen dachte ich, du wärst eher. Ich dachte, ich würde mit Holly aufnehmen, aber ich lag falsch. Oh, ich muss Holly mal fragen. Ich habe ja Kontakt zu Holly. Wir müssen mal zu dritt einfach spielen. Einfach YouTube geht kaputt, ich sag's dir. Oh nein. Okay, dann verliere ich mich doch. Ich meine, wenn wir beide schlecht spielen, ist ja nur ein bisschen nur Schabernack. Aber ich kann mich doch vor Holly nicht blamieren. Ich schon. Habe ich oft genug.
Ich hab gegen ihn damals mal ein Race gemacht. Isaac Race? Ja. Nee, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es Race oder einfach nur so gegeneinander gespielt. Ah ja. Das waren zwei Folgen. Stimmt, das haben ja Leute damals immer gemacht. Ja, aber immerhin zwei. Ja. Die dritte Folge sollte halt dann, stand 1:1, die dritte sollst du irgendwie entscheiden. Die hab ich gemacht. Das war wahrscheinlich ungünstig, aber naja. Dieser Knochen hypnotisiert mich, der ist nicht gut. Ich greife einfach gar nicht mehr an, ich versuche nur noch den Knochen überall hinzuhalten. Du warst doch mit dem Hund schon draußen. Ja, das stimmt. Bevor wir aufgenommen haben. Gehen wir nochmal rüber. Ja. Überliegen. So viel Schaden. Ich glaube, ich will das halbe Herz und noch mitnehmen. Ich versuche. Soll ich mal die Worldkarte einsetzen? Mach, was du möchtest. Okay, links ist der Shop. Wir noch zum Shop gehen. Ja. Ich hätte halt gerne irgendwie 10-mal so viele Herzen. Okay, ich ignoriere den Knochen und greife wieder normal an. Ja, den Knochen, der macht generell nicht so viel Schaden, der ist eher so ein passives Ding. Wie der Finger. Ja, aber ist doch hypnotisierend. Ja, wie der Finger. Ja. Kompass, Rucksack. Rucksack war zwei Actives, ne? Den mal eben wegsprengen. Ja, Rucksack brauchen wir nicht. Bloody Penny. Für aufgehobenes Geld bekomme ich manchmal Herzen. Das ist gut. Ich nehme mal das eben mit. Ja. Kopieren. Feuerdauer Energy. Also dein Ding braucht echt viel Energie. Damit du es wahrscheinlich nicht öfter pro Raum einsetzt. Ja, das ist dumm. Aber ich kann mein Buch öfter in einem Raum einsetzen, wenn du das mit mir kombinierst. Ah, du hast schon weggemacht. Ich habe schon die zweite eingesetzt. Gar nicht überlegt. Ich wollte es direkt loswerden. Ich wollte nicht drüber nachdenken. Okay. Nee, wir haben gar nicht Geld für einen Kompass. Gehen wir weiter. Okay. Wollte sagen, der Kompass könnte noch nett sein, aber das können wir uns nicht leisten. Lass mal Marm und dann raus, oder? Du hast ja die Fullkarte. Ich würde noch in den Secret Room schauen davor. Ich meine, wir kommen... Sonst ist die restliche Ebene, ehrlich gesagt, Lebenverschwendung. Halt. Ich wollte kein Void. Für uns. So. Da würde ja sonst nichts Gutes mehr drin sein. Wir haben echt wenig Leben. Ja. Fast als hättest du mich gewarnt, dass einer von uns hat. Einer von uns hat weniger Leben als der andere. Ich denke, das ist interessant. Kann aus dem... Das habe ich noch nie gesehen. Aber was hast du jetzt schon wieder gemacht? Hier ist ein Boss daraus gespawnt. Das passiert manchmal. Aua. Die wollten nicht immer weggesprengt werden. Steve Sale, guck mal, jetzt können wir uns den Kompass leisten. So, warte, ich will das mal eben wegsprengen. Okay. Bomben. Gute Sache ist, wir werden sogar... Da kommt keiner mehr raus. Die gute Sache ist, wir haben noch einen Shop auf der nächsten Ebene. Oh, ein Joker. Der Joker. Hier ist noch ein Stein. Call Space. Du kannst ihn auch wegspringen, wir haben 74 Bomben. Aber du bist umsonst. Ich glaube nicht, dass wir die 74 Bomben jemals einsetzen werden. Joker, wenn er nach dem Boss machen. Ja. Bei Marm gibt es ja keinen Devil Deal, oder? Boss, sonst. Nee, ich denke, unsere Devil Deal Chancen. Ich meine, wenn ich getroffen werde, bekommen wir ja keinen. Ich nehme den aber mit. So. Wenn wir getroffen werden, gibt es keinen Devil Deal für uns. Das war mein altes Trinket da unten. Oh oh. Ich habe mich gerade am Arm gekratzt. Davon hast du wenigstens keinen Schaden bekommen. Gerade so, es war knapp. Ich habe mich fast zu tief gekratzt, hätte ich. Soll ich übertreiben und Empress und Buch einsetzen bei Marm? Oder noch aufheben? Ersetz ein, denn Marm ist ein Problem im Hard Mode. Okay, 19 Damage. Oh mein Gott, ich werde so sterben. Komm, lass mich wenigstens noch einmal irgendwas treffen. Ich mach mal die Steine weg. Ich hab halt so Angst vor diesem dummen Fuß da so. Ja. So viel Schaden. Und wir haben Devil Deal bekommen! Okay, dann können wir uns die Karte sparen. Warte bei 3, okay? Ach so. Gehen wir runter. Oh mein Gott. 1, 2, 3? Nee, das ist. Nein, so langsam! Ach du! Du hast Luck, oder? Du hast doch viel Luck. Ist doch gut dann bei dir. Das ist nicht viel Luck, das gibt. Das ist super gut für dich, weil eine Träne macht dann, beziehungsweise ein linkes Auge, ich glaube, es macht flat 33% mehr Damage. Okay, cool, nehme ich. Irgendwie sowas. So, was haben wir hier? Schöne Angebote. Gabi's Tail lohnt sich ja. Wir können nicht. Kann ich mir nicht leisten. Aber Gabi's Tail kannst du dir doch leisten. Mehr Kisten. War doch mehr Kisten. Okay.
Manchmal muss man ja auch leben. Ja eben, da kommen ganz viele Lebensupgrades dann raus. Kann das wirklich sein? So gut, dass ich eine Fullkarte dabei habe. Wir haben nämlich gar nicht nachgedacht, das nachzuprüfen, bevor wir rein sind. Ich habe gesehen, dass du die hattest, bevor du den Joker aufgehoben hast. Also okay. Ich habe mich auf dich verlassen. Wenn die jetzt weg gewesen wäre... Ja. Ich hätte es nämlich komplett vergessen. Also ich habe jetzt standardmäßig schon 10 Damage. Sieht man, glaube ich. Na. No. So, ich würde sagen, wir springen aber es noch ist die... Oh, guck mal, es ist nicht jeder Schuss. Es wechselt immer ab, der... Vorsicht! Hoher Damage und nicht... Ah, oh, danke. Oh Gott! Warum kommen denn die Herzen raus? Oh, da will er die Karte rausspringen. Ich hab Platz. Okay, Emperor. Emperor. Oh, sehr schön, damit können wir noch, wir haben gar nicht mehr Wurm auf der... Wir gehen gar nicht nach Wurm. Warum hast du gesagt, dass das eine gute Idee ist, von mir Wurm zu skippen, wenn wir da gar nicht hingehen? Ich weiß doch nicht, wo wir lang gehen. Ich greife nur mit an mit einem halben Herz. Okay. Pass mal auf. Wir müssen jetzt das Bild da einsetzen. Ich sage, nach links zu gehen wäre eine dumme Idee, wenn wir diese Spirale des Todes entlang gehen. Zu einem Curse, von dem wir uns nicht leisten können. Ich würde generell sagen, alles, was wir machen, ist ab jetzt schon eine dumme Idee, weil wir so wenig Leben haben. Das stimmt. Gehen wir weiter. Oh, Steine. Au. Oh, ich überlebe einen Treffer mehr. Nein! Können wir nochmal raus und ein rotes Herz suchen? Ja, ich glaube, hier liegt noch. Oh, es ist wieder zu gewesen. Nee, das. Warte. Oh, ist wieder offen. Nee, es war gerade kurz gut. Zu. Puh. Aber ich hab wieder durch Plazenta ein halbes Herz bekommen. Ja, genau, du bist voll. Nee, warte, mit Plazenta heilen mich Herzen doppelt. Nee, aber nee, ich hab dieses Schluckgeräusch gehört gerade. Du hast Plazenta einfach so geheilt. Okay. Was heißt, heilt dich doppelt? Ja, es ist doch schon 10-mal passiert, dass es dich einfach ein halbes Herz geheilt hat. Nee, aber ich glaube, wenn ich... Oh, die Fliege! Die sollte jemand mitnehmen, der einen hohen Luckstat hat. Lord of the Spiders. Warte, vielleicht ist... Oh nein, vielleicht ist das eine Spinne. Ich weiß es nicht. Es sah aus wie eine Fliege. Runter. Ja. Ich habe keine Ahnung, was hier rumläuft. Oh nein. Wir bleiben einfach hier hinten und lassen mal die Fliegen das erledigen. Also meine Schüsse fliegen echt weit. Ich meine, die fliegen auch. Sehr schön. Noch nicht mitnehmen. Okay, ja. Ja, smart. Das kannst du mitnehmen. Wir haben ja eh keinen, wir haben ja eh keinen Devil Deal, das heißt... Nee, wir schauen am Ende der Ebene dann. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mal eben den Joker einsetzen. Oh, okay. Brainworm! Der halt Auto-Aiming! Hat er? Nein, das ist der Tapeworm, der ist scheiße. Mies. Okay. Das ist ja nur der Bandwurm! Oh, ich bin so stark. Den will ich nicht. Ich wollte gerade sagen, kann ich das eigentlich mal mitnehmen? Nein. Aber naja, okay. So. Wir haben gesehen, was das zweite war, ne? Eine Fliege. Ja. Nimm du das mit. Parasitoid. Das ist so Spider-Baby! Spider-Baby! Ist das Lord of the Spider? Ich glaube schon. Okay. So, jetzt manchmal schießt du so, so Spinneneier ab und wenn die Gegner treffen, kommen super viele Spinnen raus. Und alle gegnerischen Spinnen sollten direkt für uns kämpfen. Mein gesamtes Luck ist aber weg tatsächlich. Ich habe null Luck wieder. Obwohl das Auge mir vorhin Lack gegeben hat, aber wahrscheinlich die gelbe Spritze. Hier ist der Reroll und Mart noch, aber es bringt nichts, okay. Kein Item. Hier gibt es sogar einen Shop. Okay. Vorsicht, Brimstone! Oh Gott. Ich musste das so schnell verarbeiten. Ich wusste doch nicht, woher ein Brimstone noch einmal kommt. Ich hab mir auch gerade Vorsicht, Brimstone ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Aussage. Vorsicht, du wirst gleich getroffen. Das darfst du kaufen, das Herz. Ich würde lieber den Pillenbeutel kaufen. Verstehe ich. Vor allem, wir haben noch ein paar blaue Flammen da rumliegen. Ich würde lieber die Steine da oben kaputt laufen. Okay. Gott, wir können ja Brücken bauen. Oh, ein Knochenherz. Das kannst du eigentlich haben. Ja. So, ich würde mal die Herzen auch noch so weit liegen lassen. Vielleicht können wir an dem noch ein bisschen spielen. Wir haben nämlich sehr viele rote Herzen. Okay. So viel sind das nicht. Aber im Shop ist auch noch eins. Ja, wir können schauen. Was macht der rote Knopf? Oh. Der macht Boom. Boom. Keine Zeit zum Erklären. Ich würde gerne mal wieder in Crawlspace finden. Ich muss sagen, die Crawlspace-Ausbeute ist wirklich sehr miserabel heute.
Das, wir haben gar keinen gehabt, einfach nur mit dem. Nee, mit wir der hatten Rune. Einen, da habe ich. Ja, mit der Rune, aber nicht durch den Stompy. Ach ja, das war mit der Rune. Wir haben ja, nichts bekommen. Also, mies. Ich glaube, das Trinket bringt das hin und wieder die Arme nach einem Greifen. Ah ja. Ja, das andere macht, dass Poop mehr droppt. Das ist Stein. Wir wollen doch jemanden freischalten. Das ist Stein, das ist Stein. Wir haben. Okay. Das ist Stein. Kein Callspace. Du könntest doch die Bomben verwenden. Warte, so bevor ich es vergesse, lass mich in den Goldraum gehen. Die Bomben müssen gespart werden. Und dort werde ich mein Trinket ablegen, damit das Trinket dann auf dem Rückweg zu einem Red Key wird. Ja. Den brauchst du nämlich, um dann den Tainted Charakter freizuschalten. Ja, 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 ja. Das eine Mal, wo ich gespielt hatte. Achtung, halt, ich muss eine Bombe da oben legen. Habe ich den Red Key überhaupt erst freigeschaltet? Da musste man das noch nicht machen. Du kriegst nicht direkt den Red Key, sondern so ein. Ja, genau, beim ersten Mal war er ein Tier, wenn man da hingeht. Genau, den Crack Key. Oh Gott, die sind ein Problem. Ah, die sind alle ein Problem. Oh Gott, ich hasse, ich werde sterben. Nein, nein. Oh mein Gott, wie oft kommen die denn wieder? Warum? Bleiben die auch tot? Sind die tot? Das ist das Problem, von dem ich geredet habe. Okay, ich wusste nicht, dass die so abgehen. Ich habe einen Gegner da oben gespawnt. Achtung! Oh, da ist ein Stein, gut. Ja, das sehe ich. Ja, ich dachte, da ist kein Stein bei dir. Kann der... Danke, Spider-Baby. Ah. Okay. Musst du den nicht wegspringen? Da kam auf einmal so ein Ding mit Macht 10. Okay. Hey, Crawlspace für uns. Schön. Ich würde hier erstmal rausgehen, dann hast du diesen Raum. Verstehe ich. So, warte. Nee, krieg ich noch ein halbes, okay. Was ich dachte, war dann ein anderes Item. So. Noch ein halbes Herz. Sehr schön. So. So, soll ich versuchen, an dem ein bisschen zu spielen? Ich chill hier, du machst dein Ding. Okay. Ich sag dir, wenn ich tot bin. Das höre ich, glaube ich. Kommt drauf an, wie laut du meine Soundeffekte eingestellt hast. Die habe ich nicht leiser gestellt. Na, dann wirst du es hören. Change. Earth Row! Okay. Es gibt auch direkt Soul Heart. Damage up. Ich habe noch keine anderen Devil Deal Items. Wenn du möchtest. Du hast deine Herzen geopfert. Ich finde schon, du hast es dir verdient. Oh, zwei schwarze Herzen, ein bisschen Tears up, ein bisschen Damage up. Ich finde, wir sind balanced. So, Emperor brauchen wir nicht mehr wirklich. Ein Joker können wir immer brauchen. Willst du das? Nee, warte, ich kann's auf. Auffüllen? Nee, ich kann's auffüllen mit dem roten Herzen, aber du nicht. Bei dir wird's jetzt immer leer bleiben und nach einem Hit weg sein. Ach so. Willst du einen Herzcontainer dafür haben? Du hast zwei schwarze Herzen, die du eh beschützen. Ich würde fast sagen, dass du das mitnimmst. Wo liegt es? Ist es bei mir ganz links? Ja, okay. Dann krieg ich eins. Die Sache ist nämlich, dass ich mich während dem Kampf dann auch, dass ich ein paar rote Herzen gedroppt bekommen werde. Aha. Die dann auch auffüllen kann. Du eher nicht. Ich erkenne meinen Charakter nicht mehr. Ja, können wir. Das ist, Das finde ich auch nicht so gut. Oh, ein roter Zettel. Ist es Birthright? Nee, das ist... Ich habe Birthright jetzt gerade erst frisch freigeschaltet, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wo das ist. Im Shop oder so ist der manchmal? Ich wünschte, der Lil Chat würde zu Conjoined zählen. Kann ich das Knochenherz gegen das da tauschen? Nee, das kostet, glaube ich, dich dann 3 Soul Hearts. Das ist richtig schlecht, das Item da links. Das ist nicht Birthright. Achso, okay. Das ist Missing Page 2 oder sowas. Achso. Und du willst keinen Conjoined versuchen? Nee, das Problem ist, mir fehlt noch eins dafür. Es wäre nur Conjoined 2 von 3. Ich weiß, aber vielleicht kommt ja noch was. Na, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, das Herz will ich mehr von haben. Hatten wir nicht noch blaue Flammen in irgendeinem Raum? War das hier? Nee. Ich glaube, hier waren welche, aber die haben wir gelöscht. Hatten wir schon den Raum mit den blauen Flammen? Ich glaube, da sind wir einfach durchgelaufen. Wir schauen noch mal kurz hoch in den Raum ganz oben. Warte. Wir gucken kurz nach dem Geheimraum. Warte. Ja, ich war schon... Weißt du, wie schnell ich bin? Ja. Oh. Nee, weiß ich eigentlich nicht. Ich auch nicht.
Na, guck mal. Ich würde sagen, wir machen 50-50. 50-50 klingt gut. Springen wir den noch weg und hoffen, dass kein... Sehr schön. Es kam niemand raus. Dann können wir noch da gratis rein. Au. Wie schnell hat der geschossen? Wieso ist das Knochen jetzt nicht kaputt? Nee. Ja, geht da rüber. Diese Schaden. Gute Frage, warum ist das... Ach, ich glaube, das Soulart ist rechts von dem Bauernart dann aufgetaucht oder so. Ah, es kann sein. Irgendwie sowas. Genau, ich wollte noch in den Raum oben rechts schauen. Ich glaube, das war unser Spawn-Raum. Oh, hier könnte... Also, warum bin ich hier echt nicht? Also, hättest du mich schon dran? Nee. Vielleicht hätte ich mir den Raum mit den Fackeln noch feuern. Mit den Feuern eingebildet. Ich spreng hier. Stark. Hier ist noch ein... Nochmal, warte. Okay. Kein Crawlspace wie üblich, sehr schön. Dass wir einfach keinen einzigen gefunden haben. Es ist wirklich unglücklich. Ich meine, man überschätzt immer ganz gern, wie viele man rausbekommt, aber... Ich glaube, es gibt garantiert einen pro Ebene. Ach ja, hier ist der... Nee, warte, da oben ist ein Miniboss. Willst du den großen Raum machen? Ich würde ihn nämlich nicht empfehlen. Ja, okay. Ich aktiviere mein Buch und dann easy. Oh mein Gott, die haben diese dumme Schutzstatue. Lauf. Lauf, Leo. Gut angelasert, mein Knochenherz ist kaputt. Oh Gott. Hast du die kaputt? Ja. Schutzschilde sind weg. Ich hab einen getötet. Und dann zu dir. Auch. Hier ist eine Pille. Ohne Pille. Die Energiepille war das, glaube ich. Aber ist gut, dann kannst du mein Ding aufladen. Wir haben hier keinen Bosskampf, deswegen ist es erstmal nicht. Wir haben hier direkt Miniboss, also wenn du mir das auflädst, dann. Okay, dann. Nicht bei dem. Schau den an. Ja, ich kann ja nichts. Der weiß so nicht, wie ihm geschieht. So ein bisschen Geld, das uns aber auch nichts mehr bringt an dem Punkt. Wie so ein Roomba. Nicht so gute Ausbeute, aber wir könnten schauen, ob der Super Secret Room nicht hier ist. Da oben kann er nicht sein. Er ist nicht hier. Okay, wollen wir noch da oben gucken wegen Super Secret Room? Einen Raum mehr mitnehmen? Was kann da schon Schlimmes drin sein? Warum nehmen wir den Raum mit? Wir sind stark. Ich meine... Diese Räume gehen wirklich sehr viel besser zu zweit. Achtung. Okay. Sie sind schon ein bisschen kritisch, wenn man alleine ist. Wenn man sich aus Versehen richtig abbricht. Oh, Crawlspace. Komm schon. Komm schon. Crawlspace ist genauso echt wie der Lord of the Spiders. Du bist der Lord of the Spiders? Spider-Baby. Ich bin Spider-Man. Nein, Spider-Baby. Ich bin Spider-Baby. ich habe einen Platz frei. Empire, ja, die bringen uns gar nichts mehr. Naja. Doch, wir müssten die drei Räume nicht nach links laufen. Zwei. Wir müssen nicht mehr durch den Raum. Das hätte uns gebracht. Oh! Ich werde so weggeschubst, die Bombe. Ah, okay. Ein Versuch wert. Rechts am Rand hier, maybe, aber oh ja. Nee, lass einfach. Gehen wir einfach weiter. Ach stimmt, hier ist ja einfach nur ein Zettel. Hier ist ja gar kein Boss. No. Soll ich den Zettel nehmen? Ja, ich nehme mal den Zettel, weil ich den Charakter vielleicht freischalte dann oder so. Wie gesagt, beim letzten Mal, wo ich unterwegs war, ich war in dem Schrank beim letzten Mal und da war kein Charakter drin. Also, weiß nicht, wie es jetzt, ob es gefixt wurde oder nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wir werden sehen. Ich habe eine Mod bei mir, die mal funktioniert und mal nicht. Au. Oh Gott. Welche nach dem Streit. Habe ich gerade ein ganzes Herz Schaden genommen? Ich nehme das mal mit. Ja, ich habe. Eine Mod, die nach dem Streit immer Sitcom-Lachgeräusche macht. Hey, da ist ja dein. Keypiece. Okay. Oder Cracked Key. Den benutzen wir wie eine Karte, ne? Ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, was. Ach, die haben Homing, okay. Das ist halt so, alle, jeder einzelne Gegner neu. Soll ich das aufspielen? Ja, wir kommen ja eh nicht dran. Ja, da kommen wir nicht ran. So, hier sollten wir jetzt dann wirklich nicht erkunden. Wir sollten so schnell wie möglich einfach, wenn wir den Weg nach oben haben, dann direkt durchgehen. Durch. Genau. Ich meine, wir könnten einen Bäcker irgendwo finden oder so, aber ist es wirklich nicht wert. Nee, nee, die Gegner sind ja, die gehen ja nur ab. Das Furzgeräusch hat es aber nur noch besser gemacht. Ich war sehr begeistert, als ich in Lethal Company zum ersten Mal das Furzkissen gefunden habe. Oh mein Gott, das verstehe ich sowas von. Und als ich da unterwegs war, habe ich in dem Raum nicht nur eins gefunden, sondern zwei. Oh, Doppelfurzkissen. Ja, ich werde bei Diesel übrigens auch mitmachen. Kleiner Teaser. Oh ja, stimmt.
Aber wir haben mich schon reingemogelt. Ich bin jetzt bei jedem Format ab jetzt dabei. Ja. Ja, Herzen hast du auf jeden Fall ein paar rumliegen. Ich hab grad überlegt, wo kam das Herz her? Die kam von meinem Trick. Oh, Tears up! Tears up! Gönn dir! Nee, meine Feuerrate ist ausgemerkt. Du kannst die Tears up-Pille aber haben. Nimm mal die Energiepille. Oder, ja, genau. Ich setz die mal ein. Und dann kannst du dir nochmal Tears up. Oh, warte. Achso, ich kann Tears up nehmen? Ich hab Tears up ausgemerkt. Das bringt mir nichts. Ausgemerkt? Er ist bei mir Tears down. Oh. Ich hatte fast gedrückt. Dann würde ich dich einsetzen. Danke für den Tipp. Ich habe Feuerrate von 5 und wenn man nicht irgendein Item hat, welches das Maximum erhöht. Welcher das letzte Feuerrate, der zweite oder der erste? Feuerrate ist das zweite. Da habe ich 1,1. Ah. Das erste ist im Schuh. 1,1 ist der gute Quatsch-Shot. Ja, ich habe den Quatsch. Den guten Quatsch. So, Crack Piece haben wir auch noch dabei. Die sind so stark. Boah, mach kaputt, ja. Ja, das reicht. Oh, hier ist ein blauer Stein. Der uns Bomben gibt, ja. Mehr Bomben, damit können wir vielleicht ein Troll Space bekommen. Du lachst, als hätte ich es beeinflussen können, was da rauskommt. Ich hab mich doch so gefreut. Nee, ich mach dir keine Vorwürfe. Ich find's nur lustig, dass es trotzdem passiert ist. Ich auch. Ich denke, du hättest RNG vielleicht versuchen können zu manipulieren. Hast du es versucht? Ich versuch's immer. Okay. Dann habe ich nichts. Ah, fuck, fuck, was ist dieser Raum? Das sind Fliegen. Ja, das sind Papier. Oh! Yes! Und wieder nicht durch dich. Herz freigesprengt. Ah. Ich hasse Technology 1 so sehr. Ich nicht. Also. Oh, schau, wie cool das aussieht. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles, die sind alle weiß. Das heißt, ich glaube, sie sind alle diese 33% mehr Schaden Teile. Wie cool ich aussehe. Ich habe ein Auge. Pass mal auf, jetzt holen wir uns Magic Mushroom. Naja, vielleicht hier drüben. Wir haben genug Bomben. Da ist er. Infested. Infested? Mehr Spinnen. Wo lang? So, wir können dann auf jeden Fall... Oh Gott. Er hat nur dich erwischt. Guck mal, wie viele Herzen ich hab. Das wird's ja, doch. Das freut mich. Ich wünschte, ich hätte viele Herzen. Okay. Aber jetzt einfach nicht mehr treffen lassen. Ich mach mal die Kleine erstmal weg. Oh, ich kann einfach durch den ganzen Raum schießen. Ich bin Gott. Oh. Was ist meine Range eigentlich? Schau dir meine Range an. Oh, schau mal dem seine Range. Schau die Scheiße an. Das wird ein großes Problem bei dem Bosskampf übrigens. Ja, ich weiß. Diese Range wird ein großes Problem. Mir fällt es jetzt auf, wie schlecht sie ist. Ist mir vorhin in Relation gar nicht aufgefallen, aber... Beziehungsweise fällt mir jetzt auf, wenn ich deine Range sehe, die einfach unendlich ist. Ach, durch den ganzen Raum. Ich glaube, der Fernseher wird das größere Problem als der Beast für mich. Ich habe ihn geslowt. Ja, Dogma ist ein bisschen verzwickt reinzukommen, wie man da ausweicht. Ja, ich hatte einmal Glück, da hat er irgendwie nur einen Angriff gemacht die ganze Zeit. Das war ganz angenehm, aber das ist ja nicht jedes Mal so. Brimstone ist das Schlimmste, wenn er den macht. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Gute Frage. Na, ich glaube, du wirst dich dann ändern, wenn du ihn gesehen hättest. Muss nicht sein. Oh doch. Ja, da ist immer viel los. Okay. Ich war mehr amüsiert darüber, dass meine Freunde die ganze Zeit getroffen wurden, als ich den bekämpft habe. Oh, der ist ja süß. Ich möchte übrigens anmerken, ich glaube, ich habe mich inzwischen so weit an den Delay gewöhnt. Ja. Mir gerade auf. Weiter, weiter. So gutes Herz brauchen wir nicht. Hauptsächlich brauch's ich nicht. Oh, ich wünschte nur... Au. Goldene Bomben, das endlich. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht von meinem Herzen her. Nee. Ich glaube, ich sollte aufgefüllt werden, wenn wir uns ins Bett zum Schlafen legen. Ja. Ich glaube, dann sollte ich auch 3 Herze zu bekommen oder so, aber ich bin mir... Au. Das war... Eine schöne Explosion, aber schmerzhaft. Ja, für mich. Oh mein Gott, ich frage mich schon die ganze Zeit, warum ich so viel Leben habe. Ich krieg ja durch den Traumfänger jedes Mal beim Hochgehen wieder ein Herz. Oder ein halbes. Der Traumfänger, stimmt. Ein Traum. Oh, er ist geschrumpft. Mini-Wurm. Nichts. Weiß gar nicht, warum er geschrumpft ist. Warum haben wir noch kein Fliegen bekommen? Du bist der Herr der Spinne, nicht der Fliegen. Das stimmt.
Kann ich nicht dann einfach an Wänden krabbeln oder so? Das wäre doch ein Item. Warum gibt's das noch nicht? Ich denke, es gibt viele Gründe, warum es das nicht gibt. Wollen wir dem ein bisschen Geld geben? Du kannst das Rockner halt gar nicht mitnehmen. Der gibt eine HP ab bestimmt für mich, richtig? Richtig? Ja, ja, klar. Gib du ihm mal Geld, du hast mehr Luck, auch wenn Luck nichts beeinflusst. Freund! Der Bumfriend, aber weißt du was? Du bist greedy. He's greedy. Wir sind am Ende des Runs, er darf mitkommen. Wenn ich sterbe, ist er schuld. Okay. Wie vorsichtig du bei der Kiste bist. Ich war nicht vorsichtig, vielleicht ist der Delay doch noch ein bisschen ungewohnt, stellenweise. Ich war nur wirklich zu ungeschickt, die Kiste zu erwischen. Nein! Ich meine, wir brauchen das Geld. Warte doch, ich brauche das Geld, das gibt mir Herzen. Warum habe ich ihn mitgenommen? Gott. Ja, guck mal, wie traurig. Ich brauche die Münze, um Herzen zu bekommen. Das ist meine ganze Was Taktik. Das? Wir sind zusammengenäht. Oh, wir sind wesentlich angenehmer als die, die einzeln sind. Du machst die Gegner halt auch so gut langsamer. Oh mein Gott. Vielleicht war Technology in deinem Fall doch eine gute Entscheidung. Das ist immer, ich treffe nur gute Entscheidungen. Wie zum Beispiel diese Karte anzugucken und doppelte Löffel-Schlüssel zu haben. Wie kam ich auf Löffel? Ich meine, theoretisch von der Form her oder so? Nee. Also, ja, irgendwie muss ich ja eine Überleitung dazu gehabt haben. Es gibt den Wooden Spoon. Klassisches Boss-Item, bei dem man sich immer freut und sich denkt, oh Mann, Speed. Ja, ich habe einfach das Klein und Silber gesehen und dachte an einen Löffel scheinbar. Willst du noch einen Coral Space finden? Soll ich aufhören? Nö. Das klingt irgendwie sehr satisfying. Ja. Ist ein bisschen wie Cornflakes ohne Milch. Oh, du hast dich geheilt. Ja, deswegen verschwende ich noch ein bisschen Zeit. Oh, sehr schön. Weg. Ich glaube, ich habe einmal pro Minute eine gewisse Chance, geheilt zu werden oder so. Ich weiß gar nicht, wie genau das ist. Ey, auch nicht mehr. Ich hab versucht, das in der Ultra-Hard-Challenge zu nutzen und es hat nicht geklappt. Drei Herzen. Wie viele Ebenen haben wir denn noch? Also, Technology ist echt angenehm. Das ist Basement 1, das heißt, wir sind dann gleich oben. Nimm du. Ich glaube, ich nehme das mit an dem Punkt. Warum kriegst du ja noch ein halbes Herz? Immer schön die Felsen kaputt machen. Ein Crawlspace bekamen wir ja schon. Ja. Also, nicht durch dich, aber einen bekamen wir. Oh, diese Infektion. Ich war anwesend. Guck mal, du wirst jetzt hier nochmal richtig belohnt mit Tabletten. Health up. Oh. Balls of Steel und ich hab nicht. Gott. Die wäre so gut mit deiner Pille gewesen. Du hättest so viel Leben gehabt. Du hättest halt gar nicht mehr sterben können. Nochmal die Pille, guck mal. Das ist das Spiel aber nett. Okay, oh, da sind sie nochmal. Ja. Hol dir mehr Herzen. Und die Energy kannst du einfach so einsetzen. Ja, ich krieg's eh nicht. Oh. Oh ja, es wird dann direkt einmal aufgefüllt. Kannst du nochmal einsetzen, dann kannst du nochmal eine Batterie mitnehmen. Also wenn du willst, kannst du die Balls of Steel. Was ist das bei dir? Ich habe den Cracked Key. Ich glaube, ich sollte ihn nicht weglegen. Du kannst aber die Balls of Steel direkt jetzt einsetzen. Willst du nicht aufheben? Also, du kannst doch nochmal mitnehmen, dann kannst du dich nochmal heilen im Kampf. Oh, infested. Nimm doch mit, dann heilst du dich nochmal. Ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht Heilung auch bräuchtest. Ja, aber du bist der Morgi, du musst den Run carryen. Okay, ich mach sie nochmal und jetzt kannst du sie haben, okay? Okay. Ich meine, es ist ja schön gut, dass ich volle Herzen habe, aber wenn du nur einen Balken hast, dann... Wir hatten den ganzen Run ein Herz und jetzt vor dem Boss haben wir einfach voll? Also, ja, danke. Üblicherweise läuft es genau andersrum. Ja. Okay, ja, wir gucken Crack, hier hast du dabei? Okay. Ja. Huch, dann... Ich freue mich mit meiner Range. Oh, da redet ein Geist. Ich frage mich, wer der Geist ist. Der Geist von Weihnachten. So, ins Bett müssen wir nicht. Den Raum muss ich auch noch nicht öffnen, erst wenn wir... Genau, das ist ja dieser Schrank, der ist dann gespiegelt oder sowas, nachdem wir... Nee. Der Raum mit dem Red Key, mit dem Crack Key, der ist hier oben links. Den kann ich jetzt schon öffnen? Ja, den solltest du jetzt öffnen. Da ist er! Hey. Ja! Charakter! Dann weiß ich schon mal, was ich nächste Folge spiele. Und ich weiß, woran ich sterben werde. Charakter. Was ist das? Damage up. Moms Ring. K
Kenne ich gar nicht. Cool. Und Petro. Ja, ein bisschen spät für Perthrow, aber naja. Perthrow, stimmt. Ja, nee, brauche ich nicht. Zeit zum Schlafen? Die gute Petro-Pille. Rune. Kamen wir aus unserem Kinderzimmer oder hatten Mom und Dad getrennte Zimmer? Was war die Lore? Oh, die Lore ist, dass der Vater getrunken hat, du hast abgehauen und die Mutter... Ich meine, weil hier ist ein Bett und wir kamen ja da rechts aus einem Bett. Aber war da rechts unser Zimmer? Ja, ne? Ja, das ist auf jeden Fall Moms Zimmer. Du hast hier Moms Purse. Guck mal, das ist doch kein logisch, dass Dad ausgezogen ist. Dad hat hier nicht mal ein Möbelstück in dem Raum stehen. Ist einfach alles nur Mom. Ja, vielleicht hat das Möbelstück ja mitgenommen. Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt im Wohnzimmer ein Möbelstück von Dad sehen. Aber im Intro guckt Mom doch Fernsehen. Keine Ahnung, vielleicht war es ja seiner. Oh Gott, okay. Der ist cool, der Boss. Ja, ja. Ich hoffe, ich verlangsame den einfach 100. Oh, da ist der Brimstone, schön. Okay, ganz vorsichtig. Ja, ja, schön, der geht immer auf mich. Der kann sich so ein bisschen teleportieren und man muss diagonal von ihm stehen, okay. Der Brimstone ist, man muss irgendwie, ich weiß auch muss nicht. Muss ich den Fernseher angreifen oder ihn? So einfach ganz langsam immer ein bisschen. Ah! Okay. Ich hab Glück, dass der Brimstone immer auf mich geht. Oh, schön. Danke, Brimstone. Der hat den dreimal gemacht, ich wurde dreimal getroffen. Er ist auch oh, schön. Okay, Fernseher kaputt. Soll ich mein Damage noch aufheben, ne? Okay, ich verstehe, warum Dog war so gut für dich nicht beim letzten Mal. Damage Up für Beast aufheben, ne? Ah, ja. Okay. Beziehungsweise kann man es auch noch öfter machen, aber wir haben es eh schon fast geschafft. Oh Gott. Hallo, wenn du unter 6 Herz bist, ist egal, du bist dann auf 6 Herz wieder aufgefüllt, wenn Dogma vorbei ist. Ach so, wusste ich gar nicht. Aber ich habe halt genau 6 Herzen. Also soll ich jetzt einfach in den Gegner reinrennen? Ich meine, nichts hindert dich daran, aber ich würde es nicht empfehlen, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich habe noch keinen Run im Koop beendet, wo alle Spieler gelebt haben. Also, wir könnten hier einen First erreichen. Es kommt noch einiges. Das kenne ich gar nicht. Was macht der? Ja, das ist ein bisschen... Das ist auch ein verzwickterer Angriff, wenn man ihn noch nicht kennt, zum Ausweichen. Wie lange geht der? Okay. So. Siehst du ganz gut, dass du noch aufgeheilt bist auf 6 Herz. Und gut, dass du nicht in ihn reingerannt bist. Sicher, dass sie geheilt wird? Hast du die Cutscene gesehen? Irgendwann mal in einem Stream... Wir können sie gucken. Okay. Einfach, dass sie mal gesehen wurde. Ich hab die, glaube ich, auch zuletzt gesehen, als ich zum ersten Mal hier war. Ich weiß, dass Holly sie jedes Mal angeschaut hat. Der war richtig heiß. Das ist einfach. Er lässt die Cutscenes doch durchlaufen. Er ist noch der echte Gamer. Da kann sich niemand beschweren, dass er die Story nicht mitbekommt. Ey, die ist so leise bei mir, die Cutscene, ich höre fast nichts. Ja, bei mir auch. Ist komisch, dass sie immer in einem anderen Look animiert sind. Beziehungsweise die inzwischen sehr anders als die alten Cutscenes. Ja, wir haben halt immer jedes Mal irgendwie einen anders da angestellt gehabt. Die singt? Okay, wir machen den Boss halt an. Wir gucken nie wieder die Cutscene. Ich habe einen Holy Mantle? Weil, bist du jetzt im Kampf? Ich bin im Kampf. Bist du nicht im Kampf? Doch, ich bin auch im Kampf, aber... Alleine halt. Ja, dein Trinket ist bei mir runtergefallen. Ah, mein Holy Mantle ist kaputt. Ja, meiner auch. Oh. schön, dann, ja, wir machen Race auf einmal. Wer zuerst gewinnt. Ja. Ich werde halt so lange brauchen, diese Gegner hier zu töten. Du hast so viel besser Damage. Inwiefern habe ich besseren Damage? Was? Du hast so viel besser Damage. Du hast doch die ganze Damage-Ups mitgenommen und hast Quatschot. Nein, du hast so viel besser Damage. Ich habe jetzt den ersten dieser Reiter tot. Ich nicht! Ich noch nicht mal fast! Oh, ja. Nee, jetzt ist nur der Kopf. Oh mein Gott, ich habe keine Chance. Doch, du machst das. Aber ich habe noch 3 Herzen, also... Ich habe noch 5 aus irgendwelchen Gründen. Ich bin auch gerade selber vorne. Ich habe auch keine Range. Ich glaube, ich wäre keine Hilfe gewesen. Zum Glück habe ich dir die Balls of Steel Pille gegeben. Ey, da ist der zweite. Oh mein Gott, diese Fliegen. Ey, dieser Laser hilft tatsächlich erstaunlich viel. Das glaube ich, ja. Bei mir ist, meine Range ist komisch und deswegen schieße ich zur Seite und fallen die Tränen so nach unten. Boah, hätte ich jetzt noch eine... Oh, wieso kann sich mein Buch aufladen im Kampf? Nach jedem besiegten Gegner kriegt man, glaube ich, 2 Aufladungen hier. Ah. Den zweiten schon besiegt? Ja.
Ja, da wünsche ich mir, dass. Oh, ich wurde nochmal getroffen. Ich bin so tot, ich habe ein Herz. Ich habe noch zwei. Für mich läuft es gerade auch gar nicht gut. Ich habe noch einen. Ich kenne halt die Hälfte der Angriffe gefühlt nicht. Okay, irgendwelche Bomben von unten. Ich habe das Gefühl, dass ich ehrlich gesagt. Ich bin tot. You played online. Juhu. Oh, das ist ja schade, dass wir jetzt da gehen. Also, ich habe den Charakter bekommen. Also, mein Ziel wurde eigentlich erreicht. Bist du auch tot? Nee, noch nicht. Soll ich dir übertragen in Discord? Kannst du machen. Okay, warte. Ich bin sicher danach, das wird kein schlechtes Omen sein oder so. Ich werde halt in 4 Sekunden wahrscheinlich sterben. Okay. So, muss selber nochmal ins Spiel klicken. So. Oh, er stirbt gerade. Oh mein Gott, jetzt kommt noch der Tod. Zeit, den zu changen. Oh mein Gott. Der ist verzwickt. Ja. Er ist ein Verzwickter. Ich versuche mein Bestes. Du machst das ziemlich gut. Ja, der läuft nicht rein. Warum geht der denn einfach auf mich zu? Er kam einfach auf mich zu. Ich hätte nicht sagen sollen, dass du es gut gemacht hast. Sofort gestorben. Aber ich... Hallo, ich will nicht noch einen neuen Run machen. Ich wollte ins Hauptmenü. Auch, warum guckt der so glücklich? Warum hat der eine Nadel im Kopf? Wer hat eine Nadel im Kopf? Im Judas. Au. Oh, das ist, weil er tainted ist. Nee, das ist nicht der tainted. Ich glaube, ich hatte diese Eden-Blume mal aufgehoben vor ein paar Runs. Aber scheinbar zählt die dann im Singleplayer. So, Tainted. Oh. Tainted Judas da. Shadow Eater, Dark Arts. Cool. Ja, Tainted Judas ist an sich wirklich gut, aber irgendwie kann ich mit ihm nicht umgehen. Und was ist diese weiße Fliege? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Guter Cliffhanger. Ja. Ich kann es kaum erwarten, es herauszufinden. War trotzdem super lustig, die Runde. Ja, ich würde sagen, es war ein guter Run. Prinzipiell. Ja. Ich habe es für einer denke, von uns zusammen hätten wir es geschafft. Wir haben einfach die Hälfte von unserem Schaden verloren. Ich glaube, es war einfach zu irritierend. Ja. Wir hätten auf jeden Fall gewinnen können, aber es war auf einmal so ungewohnt, auf einmal alleine dazustehen. Ja, aber zusammen hätten wir halt erst recht gewonnen. Wir hatten so viel Leben und alles und dann macht das Spiel diesen. Ja, aber mein Problem war wirklich bei den Reitern dann, dass die Range gefehlt hat. Mein Problem war, dass ich schlecht gespielt habe. Ich stehe dazu. Also, ich würde sagen, das ist bei mir auch ein Faktor gewesen. Aber ich schieb die Schuld auf die Range. Ich denke, das Spiel ist schuld. Aber wir haben die Cutscene gesehen. Ja. Ja. Immerhin. Kann man beim nächsten Mal skippen. Das war das Problem daran. Ja, gut. Dann war es das mit der Folge. Ja. Hast du so eine Standardverabschiedung? Keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. So was in der Richtung. Okay, ja. Klingt gut. Tschüss. Tschüss.